So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream bei der FC St. Gallen Karriere. Wir werden heute die Champions League Playoffs spielen gegen Slavia Prag. Da rechne ich uns ganz gute Chancen aus. Ich habe die Mannschaft jetzt noch nicht groß angeguckt, aber ich denke, wir sollten da eine relativ gute Chance haben, weiterzukommen und das Ding zu gewinnen. Dann wären wir in der Gruppenphase von der Champions League, hätten ordentlich Geld, mit dem wir dann auch in der nächsten Saison vor allem was machen können. Ja. Dann werden wir mit der Hinrunde weitermachen in der Liga. Da hatten wir jetzt zuletzt nicht so überragende Ergebnisse. Das letzte Spiel haben wir 5-0 verloren. Da sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir wieder zügig in eine Spur kommen. Ja, im Pokal geht es weiter mit der zweiten Runde. Die dritte Runde müssten wir theoretisch auch noch in der Folge drin haben. In dem Stream. Die dritte Runde, wann waren die? In der letzten Saison. Die dritte Runde. Ah, ja. Die dritte Runde haben wir nicht mehr heute mit drin. Die ist nämlich erst im Februar. Ja, vielleicht können wir noch mal ein, zwei Transfers tätigen, um die Mannschaft zu verstärken. Am besten wären noch zwei, drei Abgänge. Also ein Jérémy Guilmenot zum Beispiel oder ein Rafael Oliveira und Joel Thomas zur Laie. Wir wollen noch Spieler loswerden. Wir müssen noch Spieler loswerden und wir brauchen vielleicht noch mal eine Verstärkung in der Innenverteidigung. Am besten einen EU-Spieler, weil wir haben auch Probleme mit den Nicht-EU-Spielern. Da haben wir ein paar viele. Da können wir nicht großartig rotieren zwischen denen. Rotieren schon, aber wir können nicht 100% so wechseln, wie wir immer wollen. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Und zwar mit der Pressekonferenz. Sie wurden einem potenziell gleich starken Gegner zugelost und spielen zuerst zu Hause. Sind Sie zuversichtlich, vor den eigenen Fans ein positives Resultat erzielen zu können? Ja, wir waren im Training sehr gut drauf und ich denke, die Jungs strahlen Zuversicht aus. Ihre St. Gallen-Elf hat sich besser als erwartet geschlagen, um so weit in der Champions League zu kommen. Jetzt erwartet sie Slavia Prag. Wie weit können sie es schaffen? Wir schauen von Spiel zu Spiel und was immer auch passiert, passiert. Erwarten Sie von Ihrer Mannschaft dort weiterzumachen, wo sie beim letzten Mal aufgehört hat? Das 6-0 gegen Vevey, ja, das war gut, wenn auch gegen Viertligisten. Am Ende ist alles auf harte Arbeit zurückzuführen. Was hinter den Kulissen passiert, wird dann am Spieltag sichtbar. Wer hart arbeitet, wird belohnt. Nico Williams war mit 4 Treffern in seinen ersten 8 Einsätzen für St. Gallen gut gestartet. Sind Sie glücklich, dass Ihr Neuzugang gleich so eingeschlagen hat? Ich bin begeistert von Nikos Form. Die muss der Junge lange halten, dann haben wir echt gute Chancen. Otar Kakabadze war mit überzeugenden Leistungen in seinen ersten Einsätzen für St. Gallen gut gestartet. Sind Sie glücklich, dass Ihr Neuzugang gleich so eingeschlagen hat? Ja. Ich glaube, die Neuzugänge haben alle einen relativ guten Anfang gehabt. So, Cabral gehen wir schon mal zur Laie ab. Da ist, meine ich, auch eine Kaufoption drin. Nee, das war nicht bei ihm. Dann war die Kaufoption bei wem anders drin. So, gegen wen spielen wir denn im Pokal? Gegen den FC Solothurn. Das sollten wir easy gewinnen. Die sind erste Liga Klassik. Ja, das auch wieder. Aber die erste Liga ist ja nicht unter der Challenge League, da ist noch die Promotion League zwischen. Also das sind auch wieder Viertligisten. Das müssen wir deutlich gewinnen.
So, Fasli wird fürs Spiel gegen Prag ausfallen. Das Hinspiel zumindest. Das ist nicht optimal, aber da können wir schon mit umgehen. So, da wir Erfahrung brauchen, wird Cahill spielen. Wir nehmen wieder die Stammelf. Wir nehmen Babic auf die Bank. Ja, wir nehmen Ruiz mit. Wir lassen Kroichi mal zu Hause. Also nicht zu Hause, der wird auf der Tribüne sitzen. Aber wir nehmen Podolski mit. Als Backup für Metscher. Falls wir da wechseln müssen. Auch wenn Metscher noch nicht so einen guten Start hatte. So. Rein von der Form her ist ein Metscher aktuell nur Zehner Nummer 3. Aber das ist halt der stärkste von denen. So, an sich von den Fähigkeiten her. Ziggy wieder ins Tor und dann haben wir unsere Startaufstellung für das Spiel gegen Slavia Prag. So, ich erwarte im Hinspiel ein gutes Ergebnis. Also raus mit euch und holt euch den Sieg. Gucken wir mal, was die Jungs jetzt so machen. Wolves. Thank you. Kakabatze mit dem Einwurf auf Williams. Kakabatze. Quintilla, Williams. Kolar hält den ersten Abschluss des Spiels in der ersten Minute. Rojas auf den Matcher. Rojas. Görtler. Quintilla. Ah, bleibt dann länger hängen. Kommt aber durch zu Williams. Fehlpass. Sergio, Anja, Rojas, Metscher, Ocic, Williams, probiert, bleibt am Buril hängen. Görtler, ah, wieder zu Buril, Einwurf. Das ist, glaube ich, Freistoß. Ja. Und Quintilla mit dem linken. Ja. Anja. Irgendwer klärt da zum Einwurf. Kabatze, Williams, Quintilla, Metscher, Williams. Ah, kommt noch dran. Oh, Olajinka haben die noch. Metscher, Quintilla, Williams. Ah, einer dazwischen. Williams, Hotzic, ah, Kakabatze. Bring den Ball rein. Williams, 1-0, siebte Minute. Das ist ein guter Start. So könnt ihr gerne weitermachen, Jungs. Holla wehrt ab, Hotzic schießt Kudela an, Abpraller landet bei Williams. War auch Glück mit bei. Cahill. Williams, Quintilla. Da ist nur Hovorka. Bla. Hovorka. Kochter, Linger. Da ist Quintilla dazwischen. Kakabatze hält ne drin. Sehr gut. Digi, Sergio. Görtler. Williams. Williams. Immer noch am Ball und holt zumindest mal einen Freistoß raus. Könnte auch ein Elfmeter werden. Was sagt der Videobeweis? Kein Elfmeter, Freistoß. Und Görtler macht das 2-0 in der 11. Minute. Freistoß Quintilla genau auf den Kopf von Görtler. Gut gemacht. Akkulator springt unterm Ball her. Das ist bitter. Das ist bitter für einen Torwart. Kolar mit dem Abstoß. Und damals Thank you. Linger bringt ihn raus zu Olajinka. Rein zu Kuchta. Kale blockt ab. Ecke.
Nee, Abstoß. Kudela. Oh, das ist Kudela. Olainka. Ah, Hotzic dazwischen. Matcher. Ah, Williams. Geht an Walker vorbei, aber Kolar kann den zu weit vorgelegten Ball aufnehmen. Stefcik mit der Ecke für Slavia. Rein, Cahill ist da. Kudela. Bringt den Ball zurück zu Kolar. Er schlägt den Ball raus. Dergio, Rojas, Zigi, Cahill, Rekabatze, Williams. War mit einem Fehlpass genau auf Kuchta. Da kann man sagen, was man will, aber das war eine super Vorlage von Williams. Leider Gottes. Auf der falschen Seite. Also da hatte Cahill nicht den Hauch einer Chance ranzukommen, Stergio erst recht nicht. Das geht komplett auf die Kappe von Williams. Savcik, Uriel. Uls. Wichtig ist jetzt, dass die Jungs hier vernünftig weitermachen. Nur ja, Fehler ist passiert, kann man nicht mehr ändern. Muss weitergehen. Mit vernünftigen Leistungen. Williams mit der Ecke. Hier rein. Görtler drüber. Wir liegen verdient vorne. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ja, sollen sie mal Standards herausholen. So. Das Ball läuft gut, aber ich weiß, ich habe noch mehr drauf. Ja, Matcher, der ist ein bisschen. Der ist noch nicht so wirklich drin in dem Spiel. Ich glaube, das ist beim Matcher aber generell ein Problem. Bis jetzt. Ich glaube, der braucht noch ein paar Spiele, bis der wirklich drin ist. Dasselbe gilt auch für Panya. Er hat gegen Wilwe sein Debüt gegeben. Ja, Viertligist direkt mit dem Tor nach 5 Minuten, aber... Okay, Hill. 3-1. Freistoß Quintilla und Cahill bringt den dann gut rein. Okay. Komplett unbedrängt. Da hat Slavia nicht gut verteidigt. Thank you. Göttler. Wischen. Matcher. Hitch, Göttler. Anja. Bleibt in Savcik hängen. Kabatza hat den Ball wieder. Göttler. In den Lauf von Panya. Ah, hat der Ballannahme zu viel Zeit gebraucht. Savcik. Ins Lattenkreuz. Da wäre Zigi nicht mehr dran gekommen. So. Wir nehmen mal runter Quintilla, damit er sich nicht nochmal eine gelbe, damit er sich nicht gelb-rot holt und im nächsten Spiel dann gesperrt ist. Dann nehmen wir Rojas runter, geben Muheim die Zeit. Uriel. Olainka, nee, Oscar. Bleibt dann Kuchta hängen. Olainka. Oscar, Buril und mal rein nach Savcik. Bowles ist frei. Ah, hatte Zigi Glück. Oh, Göttler, Ball nach vorne. Hotzic. Williams, Stillhart. Williams.
Hier am Boril vorbei. Er geht am Boril vorbei. Und am Ende daneben. Das war auch Williams letzte Aktion. Wir bringen Ruiz rein. Stillhart, Kakabatze, Görtler. Panja, kommt, kriegt er den noch? Ja. Bringt den Ball rein. Keiner da. Thank you. Stillhart. Batzic, Görtler. Ah, war nicht ganz bis zu Ruiz. Jetzt ist der Ball bei Ruiz, der bringt ihn rein. Hotzic bleibt dann Kudela hängen. Ruiz bringt die Ecke rein. Wahinka ist da. Und klärt. Und jetzt der Konter für Slavia. Kakabatze läuft Sankio den Ball ab, aber klärt nur zu Buril. Görtler köpft raus bis zu Sevcik. Holz. Da Muheim. Einwurf. Buril mit dem Einwurf für Slavia. Thank you. Holz. Higi. Hau den Ball raus. Danke. Ah, doch nicht auf Holz. Cahill. Wieder Holz. Muheim. Matcher. Er probiert es in den Lauf von Ruiz. Anja. Muheim auf dem Flügel hat viel Platz. Ball zu Görtler. Panja. Hotzic. Panja schießt. Polar hält. Oh, Cahill. Hotzic bleibt an Holes hängen. Kuchta. Oh, Olajinka ist durch. 3-2. Das war, da hat die Abseitsfalle überhaupt nicht funktioniert. Muheim hebt's auf. Kabatz hat's noch versucht, war aber zu langsam. Und Ziege ja 1 gegen 1. Kannst du nicht viel machen. Huch da. So, Tackle. Matcher ist da. Hotzic, Ruiz. Auf der anderen Seite war Panja frei. Lajinka. Weit. Thank you. Kuchta. Tekel. Und Ziggy. Ecke. Also was die Jungs jetzt in der zweiten Halbzeit, also nach dem 3-1, haben die Jungs offensiv nicht mehr viel getan. Hotzic. Ruiz. Die Füße von einem Slavia-Spieler. Muheim. Und den Einwurf auf Bar. Es war nicht gut genug. Das war nicht gut genug. Also wir haben hochverdient gewonnen. Aber abwehrtechnisch war das nicht genug. Glauben Sie, dass das frühe Tor von Nico Williams wichtig für den Verlauf des Spiels war? Ja. Das bringt Ruhe rein. Leider zu viel Ruhe. Quintil hat ein großartiges Spiel gemacht. Können wir darüber sprechen? Naja. Großartiges Spiel ist nicht unbedingt... Er hat halt zwei Freistöße gebracht, die zu einem Toren geführt haben. Also, seine Mitspieler können sich an ihm hochziehen, war eine brillante Vorstellung. Technologie spielte bei ihrem Sieg heute eine entscheidende Rolle. Was denken Sie, wie wichtig diese Fortschritte für das Spiel im Allgemeinen sind? Ich bin froh, wenn sich das Ergebnis so ergeben hat. Wenn der Videobeweis und andere technische Hilfsmittel uns dabei helfen, das öfter zu erreichen, dann bin ich dabei. Lorenzo González hat bisher während seiner Leihe bei Aarau sehr gut gespielt. Wie sehen Sie auf lange Sicht seine Entwicklung? Einsätze, 5 Tore. Der Junge ist richtig gut drauf.
sehr glücklich, dass er Schritt für Schritt in seiner individuellen Entwicklung vorankommt. Er ist sicherlich auf dem richtigen Weg. Denken Sie vielleicht, er ist mittlerweile zu gut für Ara und er braucht in dieser Phase seiner Karriere eine neue Herausforderung? Nein. Er musste die Leistungen über die ganze Saison abliefern. Wenn er das hinbekommt, können wir da nochmal drüber reden. Aro, die sind in der zweiten Liga, ne? Ja. Ist aktuell Top-Torschütze. Also, wenn er diesen Schnitt beibehält, also Toren gleich Anzahl Startelf-Einsätze, dann wird er in der nächsten Saison auf jeden Fall in der ersten Liga spielen. Vielleicht sogar bei uns. So. Risas Trainingsbericht. Ja, Risa ist so ein Kandidat, den könnten wir verkaufen. Jack Rolls hat kein Interesse. George Edmondson ist zu teuer. Und die stellen sich hinten rein. Das sind 7 defensive Feldspieler. Gut, die Flügelverteidiger muss man. Leat Baccarada. Da war der 600.000. Oh. Guter Linksverteidiger. Bei den Flügelverteidigern kommt es darauf an, ob die eher defensiv oder offensiv eingestellt sind. Aber der defensive Mittelfeldspieler und der balleroberne Mittelfeldspieler sind halt nochmal defensive Rollen. Das kann schwer werden, sich dadurch zu kombinieren. So, Nominierung für die Champions League. Wir könnten Dua noch nominieren oder wir lassen den Platz frei, falls wir nochmal einen Spieler verpflichtet kriegen. Weil das in Jugoslawien-Spiel. Ist jetzt auch egal. Dua spielt eh nicht. Ob wir den dann nominieren oder nicht, spielt keine Rolle. Oh, Oliveira ist Newcomer des Jahres geworden. Schön. Eigentlich, der ist an einem Punkt, dass man sagen muss, der sollte schon ein, zwei Spiele in der ersten Elf machen. Und zumindest so ein, zwei Joker-Einsätze pro Monat. Der ist mir halt viel zu langsam. Ja, er ist schneller als Podolski, aber Podolski ist halt... Ja, er ist halt Lukas Podolski. Vier Zielstrebigkeit, keine Chance, dass ich den Jungen hole. Ja, Löchinger wollten wir erstmal nicht mehr kritisieren, weil der jammert die ganze Zeit nur rum. Bei dem sollten wir wirklich drüber nachdenken, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, ihn zu verkaufen, aber für den kriegen wir kein Geld. Es ist jetzt wirklich so, der Hauptfokus bei uns liegt schon so ein bisschen auf ablösefreien Transfers. So. Wir können die Startelf gegen Luzern tatsächlich so belassen. Ja, die Jungs spielen eh nicht, deswegen ist mir die Eingespieltheit bei denen nicht so wichtig. Ansonsten sieht das ganz gut aus. Gehen wir direkt zum Spiel. Nach dem Spiel werden die alle einen Tag Pause kriegen, unabhängig davon, wie es ausgeht, damit die gegen Slavia Prag alle fit sind. Das zeigt den Fans, was sie von uns erwarten. St. Gallens letzte Partie gegen Luzern ist schon eine Weile her. Wie sehen Sie diesmal Ihre Chancen?
Ich möchte keine Voraussagungen über das Duell treffen. Ist Felix im Matchup fit genug fürs ganze Spiel? Ich denke schon. Wenn wir nicht auswechseln müssen, wechseln wir halt. Wir haben ja Podolski auf der Bank. Oh, Panja. Rochas. Wörtler. Rochas. Wörtler. Rüber auf Kakabatze. Ah, bleibt ein paar Karada hängen. Ende des ersten Angriffs. Kakabatze. Quintilla. Kakabatze. Er hat jetzt schon gelb, ey. Friedek. Oh. Der Ball erobernde Mittelfeldspieler. Kakarada. Bringt den rein. Anja zu Padula. Am Ende gibt es einen Abstoß für uns. Oder mal mehr von den Jungs. Die spielen bis jetzt nämlich noch nicht gut. Also offensiv passiert mir dort noch zu wenig. Leute. Könnten wir mal ein bisschen offensiver auf den Platz bringen? Kakabatze. Quintilla. Kakabatze. Zurück zu Quintilla. Williams. Kakabatze. Quintilla. Metscher. Hotzic. Görtler. Ah, Hotzic. Ging nicht schnell genug. Ja, Rochas. Görtler. Anja. Bleibt ein paar Dula hängen. Zurück zu Rochas. Anja wieder. Am Abseits. Leute. Also wir hatten jetzt am Ende noch mal eine richtig gute Chance und haben trotzdem nichts draus gemacht. Insgesamt, ich bin unzufrieden mit der Leistung. Sowohl defensiv als auch offensiv. Oh, Kakabatze erobert erstmal den Ball. So, Rochas. Schulz köpft raus. Quintilla. Görtler. Hotzic. Quintilla. Rochas. Görtler, Rochas. Anja. Kommen wir nicht durch. Okay, Quintilla. Williams. Bringt den Ball rein, Müller fängt. Und die Eier ist durch. Schießt Kakabatze ab. Schießt Kakabatze nochmal ab. Einwurf. Ja, ich habe vor dem Spiel gesagt, das wird schwierig, da durchzukommen, aber wir lassen zu viel zu. Verdammt, Williams verletzt. Und Panja ist auch müde. Dann wechseln wir beide direkt aus. Quintilla. Müller hält den Freistoß und Ruiz holt sich den Ball und macht das 1-0. Also Müller hat gut gehalten, aber der Abpraller war dann halt einfach, ja, da war Ruiz halt, hat halt am schnellsten geschaltet. Kakabatze, Ruiz, Kakabatze, Quintilla. Einer Hotzic, Müller hält. Karada bringt den Ball rein, Denges mit dem Abschluss am Ende. Ruiz. 2-0, Gary Cahill. Beide Tore über Freistoß. Gut, Standards halt. Können wir. Da hatte Müller aber auch nicht wirklich eine Chance.
Redek. Jai, Greta, den Ball rein, Ulrichs Kopf daneben. So, ich werde einen Matcher noch unternehmen für Barbage. Bring Ruiz auf den linken Flügel, Poldi geht ins Zentrum. Bringen wir das so zu Ende. Ndiaye, oh, Ulrichs. Wie wird ab? Ecke. Paccarada bringt die Ecke rein. Cahill ist da, wieder Paccarada. Nesevic köpft und Ziggy hält. Und Ziggy hat den Ball nach vorne. Da ist zwar nur Friedek, aber erstmal ist das Entlastung. Ruiz. Auf Hotzic. Hotzic. 3-0. Ruiz mit dem guten Pass auf Hotzic. Der zwar nicht wirklich schneller ist als Lukas, aber trotzdem früh genug da wegkommt. Gut genug da wegkommt. Sergio Rojas, Quintilla. Ah, Paccarada. Kukvinic, Rojas dazwischen. Ruiz. Brian Lukas schießt Schulz ab. Tigi, Quintilla, Görtler, Quintilla, Podolski. Raus auf Babic. Über zu Ruiz, Hotzic. War am Abseits. Hotzic war am Abseits. Erkannt, wie erwartet. Hotzic war halt deutlich im Abseits. Friedek. Ndiaye wird von Podolski abgegrätscht. Oh, Friedek mit dem ganz schweren Fehlpass auf Görtler. Ah, Lukas. Schulz. Cahill per Kopf. Ugrinic. Knežević. Und Ziggy ist da. Und den Ball raus auf Ruiz. Der geht an Schulz nicht vorbei. Zurück zu Rojas. Görtler. Quintilla, Rojas. Görtler, Rojas, Görtler. Ah, wird von Friedek gegrätscht. Oh, Remesero. Ehrentreffer, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass die noch mal rankommen. Aber, ja, als Dergio das Kopfballduell verloren hat, war das Tor eigentlich klar. Also Remesero entweder schließt er selber ab. Also, die ist der Einzige, der da wirklich noch was hätte machen können. Aber es hat offensichtlich nicht gereicht. So. Babic. Holt sich den Ball vor Ugrinic. Und Lukas ist am Ende mit einer guten Grätsche da. 3-1 geworden. Verdient am Ende. Da bin ich glücklich mit. Der Schiedsrichter hat heute jede Menge zu tun und zeigt ihrem Team einige Karten. Beunruhigt sie diese offenkundige Aggressivität? Ah, ich hätte hier und dort mehr Zurückhaltung erwartet und werde darüber mit den Jungs reden. Die Hereinnahme von Victor Ruiz als Einwechselspieler klar für die Wende in diesem Spiel gesorgt. Sie müssen begeistert sein, oder? Ich hätte ihn gerne erst später gebracht. Weil die Verletzung von Williams ist übel. Ich habe ihm vor seiner Einwechslung gesagt, dass er die Chance hat, den Unterschied zu machen und genau den hat er auch gemacht. Tor und 2 Vorlagen. Was will man mehr? So, Nico Williams, 6 bis 7 Wochen fällt er aus. Okay.
Dann wird Ruiz so lange wieder Stammspieler. Wir haben es geschafft, ihre beeindruckende Siegesserie gegen Luzern auszubauen. Was denken Sie über diese besondere Serie? Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Es ist immer schön, eine solche Serie fortzusetzen. Unsere Moral wird gestärkt und es gibt uns bei jedem Duell mit ihnen eine gewisse Zuversicht. Nico Williams hat sich im heutigen Spiel ernsthaft verletzt. Können Sie abschätzen, wie lange er dem Team fehlen wird? Ich möchte auch keine Spekulationen über die Schwere der Verletzung betreiben. Wie wird sich die Verletzung von Nico Williams auf Ihre Pläne auswirken? Es ist natürlich ein großer Verlust, aber wir geben unser Bestes, um ihn zu ersetzen. Wie wirkt sich die Verletzung von Nico Williams auf die kurz- und langfristigen Pläne des Vereins aus? Weiß nicht, wie sehr uns das trifft, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass der Verlust eines Spielers seines Kalibers sich negativ auswirkt. Können Sie uns Einblicke in Ihre taktische Gedankenspiele geben? Warum lassen Sie auf diese Art und Weise spielen? Ich habe mich immer mit einem bestimmten Stil einer Spielweise identifiziert, von der ich glaube, dass Fußball so gespielt werden sollte. Ja, offensiv früh attackieren, wenn wir den Ball nicht haben. Wir brauchen halt einen kreativen Ballbesitzfußball. Nennen wir es mal so. Wurde doch gerade Ilaix Moriba vorgeschlagen. Warum? Scouten ihn jetzt. Also grundsätzlich, das wäre ein absoluter Weltklasse-Spieler für uns. Er ist für 32 Millionen auf der Transferliste. Der Verein nicht glaubt, dass er langfristig eine Zukunft in der Mannschaft hat. Aua. Der kommt erstmal für ein Jahr auf der Auswahlliste. Weil ich will wissen, ob der jetzt wechselt. Weil der hat ja einen Vertrag, der zum Ende der Saison endet. Ich will wissen, ob er jetzt wechselt oder ob er doch nochmal seinen Vertrag verlängert. Oder ob das wirklich ein auslaufender Vertrag wird. Dann könnte man nämlich versuchen, den ablösefrei zu holen. Transfer-Meeting brauche ich jetzt nicht. Senkung der reinvestierbaren Transferinnahmen. Wurde auf 70% gesenkt. Und wenn er 40 Millionen mit Verkäufen generiert haben, noch 40. Okay. Oh, unser Gehaltsbudget ist minus. Jetzt nicht mehr. Toni Domjoni. Der Schweizer. Bei dem wir am Überlegen waren, ob wir ihn holen. Der Box-to-Box-Spieler, der keinen Abschluss hat. Kopfballtechnik ist auch nicht gut, aber der ist auch 1,70. Schätze. Was? Der ist vereinslos. Warum soll der eine 500.000 kosten? Dann ablöse. Diese Logik erschließt sich mir nicht ganz. Nolan Berami. Könnten wir auch scouten, dann hätten wir nochmal einen Schweizer mit ordentlicher Erfahrung. Dimitri Oberlin. Nee. Der Junge ist zwar super schnell, aber mehr kann der auch nicht. Ja, Elijah Okafor, der ist zu teuer für uns, leider. Also Okafor hätte ich schon gerne geholt. Ich guck mal, was ist noch so ein Innenverteidiger, zentral, die vereinslos sind.
Ducouré könnte man holen. Moment, wir suchen mal noch Nationalität, das ist schweizerisch. Okay. Hab schon gehofft, dass da zumindest mal einer dabei ist, den man kennt. Er hat in der 21 von 4 in dieser Saison überhaupt nicht gespielt. Letzte Saison war er ein Bellinzona Stammspieler. David Girola war bei Lugano. Er hat in seiner gesamten Karriere noch nicht ein Spiel, noch nicht ein Profispiel gehabt. Ednik Nesai war bei Winterthur in der U21. André Barbosa bei Freiburg. Eine Reserve. Da ist keiner dabei, der sich lohnen würde. Das Schweizerische wegnehmen. Hätten halt einen Mamadou Doucouré zum Beispiel. Juan Paolo Gozzi. Wir gucken mal, wie viel Gozzi haben will. Der ist ja ein gutes Talent. Dass wir den dann vielleicht langsam zum Nachfolger von Stergio aufbauen. So, 160.000, denke ich. Streich nochmal Verteidiger. Was haben wir denn noch so an jüngeren Spielern? Vielleicht ist da ja nochmal einer dabei, den man kennt. Ja, Jalilidinov. Aber den hat man zum Probetraining. Der ist, hat leider nicht viel Talent. Richard. Das ist wieder nicht EU-Spieler. Nationalität ist aus der EU. Ran Gomez. Nochmal ein schneller Flügel. Ich biete den Jungs hier jetzt. Also, die kriegen alle ein Probetraining. So. Dann gucken wir mal durch. Den Sifa. Sehe ich nicht, dass das bei uns macht. Alekwisha. Der kommt aus der Demokratischen Republik Kongo. Der wird zweite Nationalität belgisch haben hier. Okay. Frage geklärt. Artimatas. Er ist defensiv stark. Du kriegst ein Probetraining bei uns. Ich will gerne wissen, wie defensiv stark der wirklich ist. Wie das mit der Zielstrebigkeit und der Kraft bei ihm aussieht. Weil das könnte dann zur nächsten Saison, könnte der neben Stergiu oder Gozzi oder wer auch immer dann. Das könnte einer unserer Stamminnenverteidiger werden, wenn er sich noch ein bisschen entwickeln kann. Da sind noch irgendeiner, den man dem Namen nach zumindest kennt. Und wenn es nur als Talent ist, David Tomasini. San Marino. Wollen wir mal zum Probetraining. Schaden kann es ja nicht. Abdoulaye Ouattara. Gonçalves? Ist der nicht bei Benfica? Nee, Boavista, okay, ich meine einen anderen. Ich meine da einen anderen. Da ist keiner mehr dabei, den man irgendwie kennen könnte. Gucken wir mal. Also Gotze will ich auf jeden Fall. Und dann müssen wir halt bei den Probespielern mal gucken, wie es da aussieht.
Kommen auch alle. Sadiku wird's nicht. Dom Joni, ja. Silva wird nix. Fran Gomez, müssen wir gucken, wie sich das Potenzial genau entfaltet. Rossini keine Chance. Artimatas, das war der, ne? Ja. Okay, der ist nicht so defensiv stark, wie das eben noch aussah. Schade. Das sieht tatsächlich so aus, als wäre Fran Gomez der einzige interessante von denen. Sel fällt auch für 2-3 Tage aus. Verdammt, jetzt habe ich den Jungs ja keine Pause gegeben vor dem Spiel. Dann kriegen sie es danach. Paolo Gozzi. Italienischer Innenverteidiger, 20 Jahre alt. Mit gutem Talent. So, und wir trainieren bei dir das Passspiel. Okay, aber Außenverteidiger, da brauchen wir keinen. Also generell, jedes großartige Talent, das wir kriegen, ist eine Chance, wenn wir eine kriegen, aber vielen sehe ich es halt nicht, dass die den Sprung bei uns packen. Keuchi darf mal wieder starten. Asli nehmen wir dann mal fürs zentrale Mittelfeld mit. Ja. So. Gut, sie können wir ja leider noch nicht mitnehmen. Und was ließ wieder fit, der könnte, müsste eigentlich in eine Startelf. Dann nehmen wir Fasli in eine Startelf, nehmen Cahill als Backup mit und nehmen Essahel als Ersatz im Mittelfeld. Ja, der ist angeschlagen, aber wir hoffen einfach mal, dass wir ihn nicht einsetzen müssen. Ich erwarte nichts anderes als einen Sieg, um unseren Lauf fortzusetzen. Hinspiel haben wir ja 3-1 gewonnen. War also relativ gute Chancen, denke ich. Beide Teams sind in guter Form. Wie bewerten sie ihre Chancen? Wir haben ein gutes Team und wir freuen uns auf die Herausforderung, unser Form hoch fortzusetzen und ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Stillhart ist der Kapitän heute. Welche Qualitäten bringt er mit? Weiß, dass ich auf ihn bauen kann und er jeden Spieler motivieren kann, sein Bestes zu geben. Bergio, Vasili, Stillhart, Wolchi, Kakabatze, Matcher, Kakabatze, Campbell. Okay. Zumindest schon mal einmal Polar was zu tun gegeben. Kakabatze mit der Ecke. Anja, Stergio. Matcher mit dem Abschluss. Kolar hält aber. Aber das waren schon mal die ersten Chancen. Buril mit dem Einwurf. Sevcik, Linger. Matcher. Zwischen. Thank you, Sevcik. Oder Jinka, Stergio. Kakabatze. Stillhart, Kreuchi. Campbell. Lang und weit nach vorne, aber da ist halt gar keiner. Linger rüber auf Olajinka, der geht an Kakabatze vorbei, Zigi hält. Wir haben das Spiel nur 3-2 gewonnen. Wir haben trotzdem gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Wir sind aktuell die tonangebende Mannschaft. Sevcik mit dem Freistoß. Aber kommt erstmal gar niemand dran. War einer im Abseits. Da war einer im Abseits, da haben wir nochmal Glück gehabt. Was? Duncan? Nee, Hovorka.
Walker war der, der den Ball weitergeleitet hat. Das ist aber eine Millimeterentscheidung. Boah, haben wir da Glück gehabt. So. Asli. Räuchi. Matcher. Ich an. Linger. Kann da einfach durchmarschieren. Das ist kein. Och, das hätte man in Zweikampf gehen müssen. Real. Lajenka. Linger. Kakabatsu ist dazwischen. Der geklärt. Freistoß. Sevcik. Genau auf Zigi. Leute, wir brauchen noch mal ein bisschen Offensivpower. Sevcik, Buril, Sevcik, Buril. Wird außer Distanz, Zigi klärt zur Ecke. Ah, das gefällt mir nicht. Rochas, der hat auch eine Linie. Okay, da war wohl ein Foul. Matcher. Sergio, Campbell. Walker. Buchta. Olajenka. Da kommt Kakabatze. Ein Zweikampf. Buril. Oscar. Check. Udela. Walker. Buril wieder. Kakabatsu muss halt aufpassen. Daneben. Also, das ist kein gutes Spiel. Das ist absolut kein gutes Spiel von uns. Matcher, der wieder nicht wirklich drin ist. Banja, den die relativ gut ausgeschaltet kriegen. Bin noch nicht so wirklich überzeugt. Auch als Matcher. Campbell. Mit dem schwachen Pass auf Kudela. Dillhardt, Rotzic. Kular wird ab. Ecke. Rochas mit der Ecke. Rotzic, Dillhardt, Kakabatze. Campbell mit einem sehr schwachen Spiel. Räuchi und Panja sind auch ziemlich abgemeldet. 1-0 Slavia, aktuell ist Slavia weiter. Das ist eine absolut katastrophale Leistung, was meine Mannschaft hier abliefert. Vor allem offensiv. Also defensiv läuft es schon so gar nicht und offensiv noch schlechter. Also wir nehmen Kreuche runter für Ruiz, wir nehmen Panja runter für Podolski. Wir brauchen jetzt die Erfahrung. Wir brauchen die Erfahrung da vorne drin. Ja. Matcher erstmal raus. Hauptsache Ball weg, ganz genau. Real. Oscar. Dolski holt den Ball. Hotzic, Ruiz. Wäre Hotzic schneller, hätten wir das gut ausspielen können. Da hat die Geschwindigkeit gefehlt. Und das Anfeuern kam mal wieder nicht gut an bei den Jungs. Rochas, Matcher, Rochas, Campbell, Stillhardt, Sergio, Hotzic, Abseits. Hotzic war im Abseits. Aber wieder hauchdünn.
Okay, dann gibt es jetzt Offensivpower. Schmeißen jetzt alles nach vorne. Einmal einem Stoßstürmer und einmal einem kompletten Stürmer. So, Campbell macht hier den Spielmacher. Rückgezogen auf Verteidigen. Metscher Schattenstürmer. Wir spielen sehr offensiv. Wir spielen mit vertikalem Passspiel und sehr viel höherem Tempo. Dürfte ein bisschen mehr Kreativität. Wir machen die Konter an. So. Achso, könnte auch noch einmal. Nee, ich wechsle ja. Ringer Babic. Na, Freistoß für uns. So, ein Buril. Jetzt Lee. Dela, Campbell, Matcher, Kocic. 1-1. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da muss ich mehr, müssen wir mehr von haben. Ja, Kakabatze ist angeschlagen, Rojas und Metscher und Kakabatze sind auch müde. Ruiz. In den Ball rein. Lass nur Holes. Kakabatze, Campbell, Metscher, Campbell. Rojas hätte da hingehen müssen. Nur Sima. Thank you. Lavia ist wieder weiter. Na los, Jungs. Wir brauchen das eine Tor noch. 6 Minuten Nachspielzeit. Campbell. Matic. Den Ball in der Mitte, aber der kommt nicht an. Campbell, Rojas. Lauf mich an. Scudela dazwischen und thank you. Wickel. Ecke. Sefcik. Bringt den Ball rein. Die werden sich jetzt Zeit lassen. Campbell dazwischen. Sehr gut. Also Pust. Bleibt dann Ruiz hängen. Oscar wird von Rojas abgeblockt. Einwurf. Na los, Jungs. Ab nach vorne mit dem Ball. Verstoß Ruiz. Oscar ist da. Hat so einfach an Campbell vorbei. Ecke nochmal für Slavia. Und da brauchen wir jetzt den Konter. Abstoß. Es gibt keinen Konter mehr. Ja. Aber das Slavia aufgrund von Auswärtstoren in der Champions League. Bin enttäuscht, dass wir den Sieg im Hinspiel nicht nutzen konnten und stattdessen ausgeschieden sind. Otsic ist demotiviert, ja. Hätten halt einfach in der Chance verwandeln können. Dann wären wir weiter. Sie wurden heute aufgrund der Auswärtstorregel aus dem Wettbewerb geworfen. Wie fühlen Sie sich? Spiel ist vorbei und ich möchte nicht mehr. Und ich möchte nicht mehr darüber reden. Das bedeutet für uns Europa League. 3 Millionen. Ja, Kakabatz hat eine Sperre in der Champions League. Super. Halt.
Jungs. Jungs, die müde sind, ihr kriegt eine Pause. Ja, Pressekonferenz für Paolo Gozzi. Wie zufrieden sind Sie nach dem Vertragsabschluss mit Paolo Gozzi? Ich bin nach jedem erfolgreichen Transfer zufrieden und dieser stellt keine Ausnahme dar. Spiele werden manchmal durch eine einzige Szene entschieden. Ist Gozzi ein solcher Spieler, der den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen kann? Weiß ich nicht. Also auf der einen Seite ja, wenn er sich eine rote Karte abholt. Auf der anderen Seite, der Junge eigentlich groß, 1,82, hat eine gute Sprunghöhe, kann also auch offensiv mit bei den Standards aushelfen. Wenn wir dann gegen das ein oder andere Spiel mehr gewinnen, reicht das aus. Er ist 20 Jahre alt, sehen Sie ihn demnach als jemanden für die Zukunft? Ja. Paolo Gozzi wurde die Freigabe zum Wechsel von Juve erteilt, weil der Durchbruch ausblieb. Sehen Sie irgendetwas in ihm, das andere vielleicht übersehen haben? Spieler kann den Verein. Ist ein guter Spieler und kann für den Verein noch sehr wichtig werden. Bringt eine großartige Karriere. Bereits der 12. Neuzugang in diesem Transferfenster. Planen Sie weitere Verpflichtungen? Sage ich nichts zu. Wie wirkt sich die Verpflichtung von Götze auf die kurz- und langfristigen Ziele des Vereins aus? Seine Verpflichtung ist definitiv ein Teil des großen Ganzen hier. Unsere Strategie ist es, uns für langfristigen Erfolg aufzustellen. Diese Verpflichtung wird dazu beitragen. Sergi und Gil Menor sind Schweizer Nationalspieler. Gil Menor, der ein Freundschaftsspiel in dieser Saison gespielt hat, wird jetzt zum ersten Mal für die Nationalmannschaft nominiert. Wow. Da haben die offensichtlich echt Schwierigkeiten, Spieler für die Nationalmannschaft zu finden. Aber es gibt doch so viele gute Schweizer. Und zumindest mal welche, die besser sind als Gil Menor. So, wir treffen auf die Young Boys. Die Quoten sprechen für die Young Boys. Ups. Cahill ist ein Gewinn. Neuzugang Gary Cahill scheint am. Halt. Ich glaube, ich habe. Ja, ich habe unseren Co-Trainer aus Versehen zu einer Pressekonferenz geschickt. Ups, das wollte ich nicht. So, Auslosung von der Europa League Gruppenphase. Wir sind in Top 4. Immerhin besser als Sarpsborg. Bremen in der Euroleague. Leute, die sind abgestiegen. Zumindest in echt. Na gut. Ziehen wir mal eben die ersten drei Töpfe durch und dann gucken wir, was für Gruppen für uns realistisch wären, wenn wir weiterkommen wollen. Benfica, Dinamo Zagreb und Viktoria Pilsen. Benfica und Zagreb werden schwer, Pilsen könnten für möglich sein. Atalanta, Valencia, Marseille bitte nicht. Kopenhagen, Kiew und Red Star. Das ist. Wenn wir da reinkommen, ist, glaube ich, alles möglich. Also Kiew und Kopenhagen, ja, schwere Gegner. Da eigentlich auch. Aber die sind, glaube ich, nicht so viel besser als wir. Chelsea, Krasnodar, Anderlecht. Krasnodar könnte unsere Chance sein. Leverkusen, Olympiakos, Gent. Da dürften wir Zweiter werden. Sevilla, Zenit und Wien. Wien, unser Konkurrent um den Dritten.
Napoli, Sporting, Eindhoven. Werden wir auch keine Chance haben. Tottenham, Celtic und Sparta Prag. Da wäre Sparta Prag unser Konkurrent um Dritten. Also Gruppe C, denke ich, wäre ganz gut für uns. Gruppe E, H und D sind okay. Gruppe A auch. Da ist Ferencvarosi. Das ist so die einzige Gruppe, die ich unter keinen Umständen rein wollte. Atalanta, Valencia und Marseille, das wird richtig übel. Ich würde mal spontan behaupten, wir sind Top-Favorit für den Gruppenletzten. Ansonsten keine Schweizer Vereine drin. Der einzige Schweizer Verein in der Euroleague und das. Boah, nee. Ich will nicht in der Gruppe spielen. Will ich echt nicht. Das ist eine super schwere Gruppe, die wir da haben. Ja, dem Fußballclub St. Gallen war in der Europa League die Losfee nicht gerade hold. Da Valencia und Atalanta in der Gruppenphase sicher schwere Gegner darstellen werden. Ja, Valencia hat dreimal gewonnen, aktueller Titelträger ist Leipzig und Marseille ist auch noch in der Gruppe. Den Crowley. Keine. Achso. 19% erst. Okay. Wir haben die wahrscheinlich schwerste Europa League-Gruppe erwischt. Ihre erste Reaktion auf die Auslosung in der Euroleague. Zweifellos eine harte Gruppe, aber wir werden von Spiel zu Spiel schauen und sehen, wo wir am Ende landen. Welchen Platz werden wir Ihrer Meinung nach abschließen? Guck, Spiel zu Spiel, hoffentlich reicht's am Ende. Hotzic war mit 9 Treffern in seinen ersten 9 Einsätzen für St. Gallen gut gestartet. Sind Sie glücklich, dass der Neuzugang gleich so eingeschlagen hat? Er würde auf jedem Niveau. Nein, das stimmt nicht. Armin ist sehr gut gestartet, aber ich hoffe, dass er dies noch lange zeigen kann und das kein Strohfeuer war. Der FC St. Gallen ist diese Saison für die Schweiz der einzige Vertreter in der Euroleague. Glauben Sie, dass Ihre Mannschaft ihn für den Schweizer Fußball gewinnen kann? Nein. Realistisch ist das für die nahe Zukunft nicht zu erwarten. Wir haben im Schweizer Cup mit dem FC Solothurn ein relativ einfaches Los bekommen. Würden Sie mir da zustimmen? Ja. Ja. Durchaus okay. Die Auslosung für die Euroleague hat dem FC St. Gallen schwere Gegner beschert. Atalanta, Valencia und Olympique Marseille. Stimmen Sie dieser Einschätzung zu? Ja, es ist sicher schwerer, als wir uns gewünscht hatten, aber wir werden uns der Herausforderung stellen und unser Bestes geben, um erfolgreich zu sein. So. Cabral ist in der Nationalmannschaft für den Cup werden und Ekenit Panya wurde für Thailand nominiert. Alles klar. So, Kakabadze wird nicht spielen. Wen haben wir denn noch, der rechts spielen könnte? Da war einer mit Auriello. Ja, den Jungen will ich abgeben. Der ist viel zu schlecht für uns. Okay. Du kommst zumindest auf die Bank. Ich finde, Tiller und Görtler kommen wieder rein. Stillhardt auf der Bank. Ja, Williams fällt verletzt aus. Götze wird nicht hier debütieren. Ich denke, Götze wird beim nächsten Spiel das Debüt geben. Dann ab ins Spiel. So, ich erwarte heute einen Sieg von euch, Jungs.
Sagen wir das denn einfach mal. Selbstbewusster rein. Gallen blieb gegen die Young Boys 4 Spiele in Serie ungeschlagen. Einen wie großen Vorteil verschafft das ihrer Mannschaft für heute? Keine große Aussagekraft. Spieler wechseln, Trainer wechseln, die Umstände ändern sich. Damit werden wir uns also nicht groß beschäftigen. In welcher Beziehung stehen Sie zu Gerard Seoane? Kommen gut miteinander aus. Er ist einer der guten Typen im Fußball. So, dann gucken wir mal, was das jetzt gibt. Oh, erstmal eine gelbe für Maceras. Doch nicht. Nur eine Ermahnung. Freistoß Quintilla. Der wird natürlich nicht mehr gezeigt. Martins dazwischen, Fastnacht. Matcher gerät stehen ab. Was? Wofür gibt's da bitte Rot? Wofür gibt's da eine rote Karte? Da ist doch nichts passiert. Er hat den Ball ins Ausgegrätscht. Das ist mir neu, dass das gegen die Regeln ist. Er hat den Kerl doch kaum getroffen. Wenn er ihn überhaupt berührt hat. Wirklich. Gerade für solche Sachen hätte ich im nächsten FM gerne bessere Animation. Bräuchi. War mal Zeit. Spielmann. Das Lee ist da. Köpft den weg. Aber da ist halt keiner. Martins. Kamara. Maceras. Ansame. Hefok am Ende mit dem Abschluss. Anja bringt den Ball rein. Kamara. Görtler. Sli. Lüchinger. Euchi. Euchi setzt sich da durch. Ein miserabler Abschluss. Da merkt man die 7. Görtler. Zitsch. Leute, ein besseres Passspiel darf ich von euch schon erwarten, oder? Ja, wir sind einer weniger, aber deswegen habt ihr kein Recht, so katastrophale Pässe zu spielen. So. Spielen wir mit der Ecke. Higi. Euchi. Anja. Nicht am Martins vorbei. Fastnacht. Maceras. Erbischer. Oh, okay. Kamera. Erbischer. Von Balmus. Spielmann. Ziggy wieder. Erbischer. Kamera. Fastnacht. Kann da mal einer dazwischen kommen. Wer anders als Ziggy, der am Ende den Schuss abblockt. Quintilla mit dem Freistoß. Blass auf Anja, der den Ball verliert. Konter für Ibe über Ensame. Maceras. Passnacht. Görtlaster. Lüchinger mit dem Einwurf. Kreuchi. Quintilla. Seitenwechsel zu Rojas. Görtler. Von Balmuts rettet. Immer noch 0-0. Der Rojas mit der Ecke. Da kommt leider keiner von uns dran. Martins am Ball. Maceras.
Was hat Anja da auf einmal gemacht? Noch mal mehr von den Jungs. Keuchy ist jetzt noch verletzt. Nee. Heute sind alle unseren rechten Flügel verletzt. So. Wir nehmen Keuchy runter für Babic. Weil für einen Zehner braucht man jetzt keinen Backup mehr. Das heißt, Podolski macht jetzt den Stürmer-Backup. Kommt schon, Männer, trotz Unterzahl können wir hier was reißen. So, alle motiviert. Hesiger, Kamera, Martins, Hero. Hasnacht. Leras. Anja und Rochas kennen sich da so ein bisschen in der Quere. Hotwitch. Verliert den Ball an Ciero. Maseras. Görtler dazwischen. Haut den Ball weg. Maseras. Fasnacht. Martins. Ensame. Willmann kommt nicht an Lüchinger vorbei. Babic. Auf Hotzic. Aber es ist halt keiner im Zentrum. Mann. Ein Walmos. Armee. Igi. Jero. Wem soll man da jetzt den Vorwurf machen? Igi, der den Ball zu Quintilla wirft? Quintilla, der nicht entgegenkommt? Oder Sergio, der Quintilla nichts gesagt hat, dass da einer kommt? Also das ist komplett selbstverschuldet, das Eigentor. Nein, nicht Eigentor. Man könnte es durchaus als Eigentor durchlassen. Durchgehen lassen. So. Oh nicht. Spielmann. Ciero. Vincent Ciero mit dem Doppelpack. Der war mal leicht dabei uns. In der Saison 1920, oder? Asiana, guten Tag. Die Ronaldinho-Diskussion hatten wir schon zweimal. Dreimal. Der kommt nicht. Selbst wenn. Der wird uns aktuell nicht weiterhelfen. Ja, das hörst du richtig. Das Road NT, was du mir empfohlen hattest. Kriegen wir da gerade einen Elfer? Nein. Wir kriegen keinen Elfmeter, nur ein Freistoß. Ich dran immerhin. Konter für Ibe über Insame. Raus auf Elia. Quintilla mit dem guten Tackling am Ende. Einwurf. So. Jetzt ist hier aber in dem Spiel mal ein bisschen Schluss mit lustig. Wir brauchen mal ein bisschen Offensivpower.
Modsic runter, Poldi drauf. Lukas Podolski erstmal in Sturm stellen. Wie viel Schnelligkeit hat er? Weg. Nee, weg Antritt. 8 Schnelligkeit. Also langsam. Vertikales Passspiel mit viel höherem Tempo. Konter. Und wir gehen auf sehr offensiv. So. Lichinger mit dem Einwurf. Quintilla. Spielmann dazwischen. Da ist zum Glück keiner von eBay. Boffers. Ruiz. Görtler. Malus. Dolski. Ruiz. Und Kamera dazwischen. Ecke. Von Balmos. Kamera. Maceras. Görtler ist mal dazwischen. Aber die haben trotzdem noch den Ball. Und Ziggy. Das war jetzt aber sehr theatralisch. Ilia. Hip-Hop. Nsame. Bleibt an Stergio hängen. Und am Ende köpfen wir den Ball über die Latte. Nice. Co-Trainer, wie doof bist du? Ich kann nicht mehr wechseln. Warum sagst du, ich soll wechseln? Lüchinger, Quintilla, Habic bringt den Ball rein, Ruiz vom Balmus hält. Ecke. Ich hätte mal früher offensiv umstellen sollen. Lüchinger bringt den Ball nochmal rein. Kamera. Nsame, Pfiffock, Ciero, Spielmann, Pfiffock. Bayern Fasli, Lüchinger. Lüchinger bringt am Ende den Ball raus. Honig. Oh, nee. Lüchinger hält den Ball im Spiel. Und weit nach vorne Babic angeschlagen. Ey, was ist denn gerade los? Das ist das dritte Spiel, in dem rechter Flügel von uns verletzt wird. Hintereinander. Immerhin müssen wir diesmal nicht auswechseln. Ziggy, Fasli, Lüchinger, Görtler, Quintilla, Habic, Lüchinger, Quintilla, Habic auf Lüchinger. Der bringt den Ball rein, Ruiz. Anschlusstreffer, 2-1. Wenn wir das jetzt gut machen, können wir das Spiel noch ausgleichen. Wir haben noch 3 Minuten. Rojas mit dem Einwurf. Ruiz. Rojas. Quintilla. Ruiz. Hat wen abgeschossen. Jürgi. Elia. Görtler nochmal dazwischen. Einwurf. Das dürfte auch der Schlusspfiff sein. Nicht. Okay. Kings. Jürgi. Podolski erobert den Ball. Einwurf. Oh, was. Auf Ruiz. Bringt den rein. Babic. Das wäre der Ausgleich mit dem Schlusspfiff gewesen. Die waren am Ende sogar noch die bessere Mannschaft. Obwohl wir ab der 4. Minute in Unterzahl waren. Aber ich will das jetzt gerne nochmal sehen. Wofür hat ein Matcher da rot bekommen? Ich versteh's nicht. Kein Schimmer, wofür der Rot bekommen hat. Das macht null Sinn. Ja, bin unzufrieden mit der Leistung heute. Vor allem mit der Chancenverwertung.
Felix Metscher wurde heute vom Platz gestellt. Denken Sie, das war der Wendepunkt im Spiel? Ja, das war der Wendepunkt in der 4. Minute. Ja, bis zu diesem Zeitpunkt war das Spiel ausgeglichen. Nach dem Platzverweis wurde es einfach verdammt schwer. Wie schwerwiegend war die letzte verpasste Chance von Boris Babic? Wäre schön gewesen, wenn er das Tor gemacht hätte, denn ich denke, wir waren das bessere Team und hätten ja etwas verdient gehabt. So, Kreuchi fällt 2 bis 3 Wochen aus. So, erstmal werden wir gegen die Sperre. Wie lange fällt? Automatische Sperre für ein Spiel. Ich erhebe Einspruch. So. Warum haben sie an Jordi Quintilla festgehalten, obwohl es vor allem für die Fans offensichtlich war, dass heute nicht gut genug war? Er hat seinen Teil beigetragen, ich respektiere die Fans, aber ich bin der Trainer. So. Vincent Sierro, wann war der bei uns? 18/19 war der bei uns, okay. Und danach hat Ibid... Leute, ihr leiht einen Spieler aus, bezahlt für die Leihe 100.000. Und der soll nur für 1,5 Millionen wechseln und ihr macht das nicht? Oh, Leute, ja gut, in St. Gallen haben sie aber auch nicht so viel Geld eigentlich. Das ist halt das Problem dabei. Ich möchte mich nicht zur Einzelleistung äußern. Heute hat der Videoassistent eine schrittige Entscheidung von Luca Piccolo bestätigt. Stimmen Sie mit dem Ausgang überein? Ich denke nicht, dass Sie da zur richtigen Entscheidung gekommen sind, aber jetzt bringt es auch nichts mehr, wenn ich mich beschwere. Alessandro Kreuchi war leidtragender gegen das Team von eBay, das nach breiter Meinung an der Grenze des Erlaubten spielt und häufig die Grenze von akzeptabler Härte gar überschritt. Das wird über einen Gegner gesagt und wir haben die rote Karte. Was nehmen Sie aus deren Stil und deren Methoden mit? Davon bin ich kein Freund. Es gibt ein gesundes Selbstbewusstsein und es gibt die Young Boys. Alessandro hat bereits die negativen Folgen erlebt und er wird weder der Erste noch der Letzte gewesen sein, der darunter leiden muss. Was würden Sie tun, um die Situation zu ändern? Denken Sie, es sollte härtere Strafen für diese Übertretungen geben? Es ist ein hartes Durchgreifen gegen unnötige Aggressivität im Fußball nötig. Wir müssen unsere Spieler beschützen und ihnen ermöglichen, in einem Rahmen zu spielen, welcher ein attraktives Spiel fördert. Technologie spielte bei dem verpassten Sieg heute eine entscheidende Rolle. Was denken Sie, wie wichtig diese Fortschritte für das Spiel im Allgemeinen sind? Ich bin gar nicht grundsätzlich dagegen, aber wir müssen überlegen, wie weit wir damit gehen. Wir wollen ja nicht, dass Fußball zu einer 3-stündigen Angelegenheit mit ständigen Unterbrechungen verkommt und wir dadurch zu viele Fans verlieren. Das brutale Foul von Felix Metscher ist heute in aller Munde. Was halten Sie von der Aktion? Welches brutale Foul? Ergänzende Bemerkung. Das war kein Foul. Er hat nur den Ball gespielt. Bestätigen. So. Bin ich mal gespannt, was dann in den Medien wieder dazu steht. Irgendeine Zeitung sagte doch wieder, wir unterstützen
Was weiß ich für ein Quatsch. Henrik Heckheim. 1,5 Millionen, ne. Dennis Wurnitsch, ja. Teuer und nicht gut genug. Okay, wir sind enttäuscht von aggressiven Young Boys. Gerardo Sevan, was war Ihre Reaktion auf die Kritik an Young Boys extrem harter Gangart und dem unnötig aggressiven Auftreten? Das bringt mich wirklich zum Lachen. Welches Recht muss man sich anmaßen, mir zu sagen, wie ich mein Team trainieren soll? Wir brechen keine Regeln, wir schwimmen nur gegen den Strom und das Schiff einigen auf. Okay, das ist die Standardantwort, die ich auch immer gebe, wenn mir das vorgeworfen wird. Gallen war völlig fassungslos, nachdem der VAR in der 4. Minute bei St. Gallen 2-1 Niederlage gegen Young Boys in der Raiffeisen Super League dem Schiedsrichter eine offenbar falsche Empfehlung gegeben hatte. St. Gallen-Trainer Gerardo Seoane? Ich bin St. Gallen-Trainer, der ist bei den Young Boys. Wollte nach dem Spiel weder die Entscheidung noch den Einsatz des Videobeweises offen kritisieren, vermutlich aus Angst vor einer Strafe durch den Verband. Gallentrainer Ghost Gaming erschien nach dem Spiel sichtbar erbost in der Mixed Zone und machte seinen Unmut über die Durchführung des Videobeweises Luft, ungeachtet möglicher Sanktionen für seine heftige Reaktion. Ja, was wollen sie machen? Sollen sie mich für ein Spiel sperren? Aber ganz ehrlich, ich wurde verwarnt. St. Gallen Trainer Ghost Gaming ist vom Verband wegen seiner Äußerungen nach St. Gallens 2-1 Niederlage gegen die Young Boys in der Super League verwarnt worden. So, Sadiku geht zu Stade Lausanne 2. Ihr wollt Rafael Oliveira kaufen. Gut, gibt auch Geld. Wir hätten aber gerne 150 Millionen. Und nach 50 Spielen legt er nochmal 20 Millionen drauf. Und wir kriegen 40% vom nächsten Verkauf. Zurückgezogen. Dann bleibt er halt. Mitch akzeptiert seine Strafe. Ja, gut. Transfer-Deadline abgelaufen. Yay. Letzte Möglichkeit zur Registrierung für die Super League. Williams müssen wir nicht. Thatcher müssen wir nicht. Olugozzi müssen wir nicht. Gut, passt. Alle, die registriert werden müssen, sind registriert. Zürich gibt Gebot für Fassbänder ab. Nein, das ist ein gutes Talent. Die Disziplinarkommission des Fußballverbands hat über ihren Einspruch gegen Felix Metschers Einspielsperre beraten und ist dabei zu dem Schluss gekommen, dass sie stichhaltige Gründe für ihren Einspruch vorgebracht haben. Als Ergebnis dessen wurde die Sperre aufgehoben. So, Verband gibt mir recht. Ich hätte gerne ein Nachholspiel zur Ergebniskorrektur. Wir können Transferklauseln verkaufen. Okay, die von Mladenovic für 6.000 und die von Ajeti für 8.000. Das lohnt sich ja mal gar nicht. Ich fange schon mal an, Spieler mit auslaufenden Verträgen zu scouten. So. Ran Gomez kriegt noch ein Vertragsangebot. Ja, er hat nur 6 Zielstrebigkeit, aber eine weitere Option auf dem Flügel, die talentiert ist, schadet nicht. 91. So, nimmt er an. Passt.
So, Alter ist höchstens 27. Vertragsstatus ist auslaufend ein Jahr. So. Dann sortieren wir die nach Marktwert und scouten. Das gibt jetzt jede Menge Aufträge für unsere Scouts. Muss mit dem Vorstand drüber reden, dass wir mehr Scouts bekommen. Scouten mal alle, die einen Marktwert von 1 Million oder höher haben. Das ist unsere Scouting-Grenze. Weil das sind dann halt auch die Spieler, die, selbst wenn sie nicht so gut sind. Okay, Lukas de Vega, den scouten wir auch noch, weil der sieht echt gut aus. Aber das sind dann halt alle Spieler, die, auch wenn sie jetzt nicht so gut sind und nicht so wirklich bei uns einschlagen, können wir die trotzdem noch gut verkaufen. Wäre das Interessante für mich nur, was 4,4 Millionen hatte Moriba? Ist der hier mit auf der Liste? Nein. Hat vielleicht Moriba kein Interesse an uns? Wird aktuell gescoutet. Gut. Trainingspläne. Werden jetzt erstmal ein paar stressige nächste Wochen. Also nach der Länderspielpause 7 Spiele in 3 Wochen. Echt jetzt? Kommt zu uns und die erste Reaktion von ihm ist: Ich verletze mich. Finde ich nicht gut. Viel zu teuer für uns. Vereinsziele. Ich hätte gerne mehr Scouts. Sind Sie mit einverstanden? Würde gerne die Partnerschaft mit Sepsi verhandeln, dass uns helfen, ausländische Talente zu haben. Angeln. Und Transferbudget nächste Saison erhöhen. Nice. Jetzt kann man 3 Millionen. Haben wir aktuell. Bin ich mal gespannt, wohin es erhöht wird. So, das ist schon das Neue. 1,0 hatten wir davor. Und wir dürfen 2 Scouts einstellen. So. Verdammt. Na gut, wir nominieren Gotzi nicht für die Europa League. Dann wird er halt in der Liga Spielpraxis sammeln. Und Erfahrung. Und in der nächsten Saison dann Teil vom Euroleague-Kader. Scouts. Wir wollten 2 Scouts einstellen. So, Bewertung Potenzial. Das ist das Wichtige für uns. Ah, Girabonus ist zu teuer. Dieter Nüssing. 72. Junge, geh in Rente. Luciano Canepa. Der ist, glaube ich, günstig. Oh. Nee. Kevin Cruickshank vielleicht. Nein. Mal
Mario Marinus 69, Rosario Argento 62. Gucken wir mal, ob wir ihn von Palermo ablösen können. Das wäre schon mal ein guter Scout für uns. Dann. Michael Murphy. Der ist halt schon 70. Antonio Moore ist 57. Bei Lorca Deportiva. Junge, wir wollen dich. Wir wollen dich als unseren Scout. Wir geben dir auch 26.000 im Jahr. Das ist in der Schweiz echt wenig. Das ist auch in Deutschland echt wenig. Glaube ich. So. Patrick Sontheimer. Von den Würzburger Kickers. Wenn sich mal geben, dass die sind im Abstiegskampf von der zweiten Liga. Und die haben Spieler, die werden. Könnten uns echt weiterhelfen. Das sagt alles über die Qualität unserer Mannschaft. Also gegen Solothurn, das muss ein Schützenfest geben. Und danach kommt, glaube ich, das erste Marseille in der Euroleague. Das wird dann richtig. Wird dann das erste richtig üble Spiel. Ah, Ferran Gomez kommt. Du kommst direkt in den Kader der ersten. Und du fängst auch direkt an deinen Flanken zu arbeiten. So, Rosario Argento kommt als Scout. Nice. Jurel Chili. Könnte uns halt wirklich super weiterhelfen. Könnte uns echt gut weiterhelfen. Und ist günstig. Was halt wieder nicht EU, würde wieder einen weiteren nicht EU-Platz einnehmen. Antonio Moore kriegt erstmal einen Sprachkurs für Deutsch. Was ist eigentlich mit Argento? Den kann ich nicht. Doch, sie haben ihn auf einen Intensivsprachkurs geschickt. So. Sie haben mit Jordi Quintilla einen Spieler in der Mannschaft, der Spanisch spricht. Werden Sie ihn eventuell fragen, sich um Gomez ein wenig zu kümmern? Ja. Wird es langfristig ein Problem, dass Fran kein Deutsch spricht? Nein. Fran hat für die Nationalmannschaft getroffen. Okay. Jeremy Guillemot hat sein Debüt für die Nationalmannschaft gegeben. Karim Keller auch. Erstmal zwei Spieler in die Nationalmannschaft gebracht. So kann es auf jeden Fall weitergehen. Oh, warte, da war gerade der Ronaldinho für Arme dabei. Ronaldinho Johnson. Scouting ist. Ja, den holen wir, glaube ich, mal lieber nicht. Hier Zielstrebigkeit, den holen wir garantiert nicht. Guendouzi wird bestraft. Abwesenheit im Training. Matteo Guendouzi. Scouten ihn mal. Nehmen Eli Spoliba. Ich rede erstmal mit den Medien und sage, wir wollen den Jungen gerne kaufen.
Also, können Sie uns mehr über Ihr offenkundiges Interesse an Elias Moriba verraten? Meinen Augen ist ein guter Spieler, ob es einen Transfer geben wird, kann man zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht absehen. Dafür ist es noch zu früh. Ein Wechsel zu St. Gallen kommt für mich nicht in Frage. Es bedarf schon eines sehr guten Angebots, damit ich einen Wechsel in Erwägung zöge. Ja gut, Elix. Bin ich mal gespannt, zu wem er dann geht, wenn er zu uns schon mal nicht will. Das heißt ja, dass er dann eigentlich schon in eine der Top-Ligen muss, zu einem der größeren Vereine. Metin Tekin macht jetzt seinen A-Lizenz-Trainerschein. Gut, Junge, werd mal ein bisschen besser. Klar, slowenisches. Eigentlich realistische Transfers sind bei uns im Moment halt wirklich nur die ablösefreien oder die, die nur ein paar hunderttausend kosten. Warum gibt es in Kroatien Spieler, die einen auslaufenden Vertrag zum 18. Januar haben? Die spielen in genau so einem Rhythmus, wie wir in Deutschland spielen. Warum laufen da Verträge in der Mitte der Saison aus? Der Junge hat doch keine Zielstrebigkeit. Okay, den würde ich auch auslaufen lassen. Pablo Torre, das Talent aus der dritten Liga in Spanien. Oh, die sind aufgestiegen. Nee. Doch, die sind aufgestiegen. Nee, sind sie nicht. Das ist ja die neue dritte Liga. Oh. Die ganzen Ligen, Umstrukturierung. In Spanien und Portugal, die sind echt verwirrend. So. Oh, Stergio, Länderspieldebüt. Das dürfte den Marktwert ein bisschen erhöht haben. Ach Gott, wird schon 3 bis 7 Millionen. Nee. Kann ich mir nicht leisten. Auch nicht die 500.000 Gehalt. Ja, in der Kritik. Koller erwartet mehr von Matcher. Ich auch. Er wird gegen Solothurn wieder spielen. Aber da muss der eine verdammt gute Leistung abliefern, der Junge. Ansonsten ist erstmal Schluss mit Startelf. Dann werden SL und Podolski mehr Spielzeit kriegen. So. Auf rechts. Frank Gomez kriegt direkt Startelfdebüt. Links kommt Ariza. 5 Nicht-EU-Spieler dürfen einen Kader haben. Gut. Ich werde wieder ordentlich durchrotieren. Wie sieht es bei Kakabatze aus? Den können wir wieder mitnehmen. Der Stammspieler, der Spielpraxis braucht. So. Jetzt für Hotzic die Position. Dann haben wir SL auf der Bank. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ich nehme Gilmeno mit, statt Esahel, beziehungsweise statt Babic, nein, Hotzic. Und ansonsten. Also wir lassen Ruiz spielen und nehmen dann noch.
Nehmen wir dann noch mit. Ah, Angelo Campos. Nehmen wir Angelo Campos mit. Fran Gomez, du kriegst die 22, Campos die 24. So. Ich erwarte in diesem Spiel nichts anderes als einen Sieg, um unseren derzeitigen Negativlauf zu beenden. Sind Sie vor dem anstehenden Spiel zuversichtlich? Ich betrachte uns als haushohen Favoriten. Sie sind es nicht gewohnt, in einem Stadion wie dem Stadion FC Solothurn zu spielen. Was ein Stadionname. Ist das etwas, worüber Sie sich Sorgen machen? Nein, das letzte Stadion war viel kleiner. Dann gucken wir mal, wie sich die Jungs jetzt schlagen. Ich hätte Keller ins Tor stellen sollen. Hätten wir nochmal nicht EU-Platz beigemacht. Dann hätte ich SL doch mitnehmen können. So. Ruiz. Auf Babic. Babic bei einem Andreck. Aber verliert gegen Gersbacher den Ball. Campbell. Muheim. Ruiz. Muhu. Ruiz. Campbell. Muheim. Netscher war am Abseits. Das erste, was man von dem Jungen sieht, der jetzt eine super Leistung abliefern muss, weil er sonst seinen Stammplatz verlieren wird. Muheim. Campbell bringt den Ball rein. Mit dem Ball zurück von Mast. Campbell. Gersbacher. Nuhu. Figi. Cahill. Figi. Gomez. Ja, da könnte man einen Elfmeter für geben. Ruiz. 1-0. So Jungs, weiter. Weiter offensiv spielen. Aber geht halt in eine falsche Ecke. Und halt, wie man heutzutage sagt, souverän. Wäre einer richtigen Ecke gewesen, wäre schwach gewesen. Oh, immer mal das Matcher, ey. Was ist das für ein Abschluss? So, Muheim. Selmana ist da. Bruni. Mast. Bruni. Cola. Muhu, Muheim. Ruiz, Matcher, in den Lauf von Babic. Außennetz. Warum legt man aus dem Winkel nicht den Ball zurück zu einem besser postierten? Matcher, Campbell. Auch daneben. Also ja, Solothurn hat absolut gar keine Chance. Die hat noch nicht eine offensive Aktion, aber das, was wir da fabrizieren, ist auch nicht gut. Ja, Gomez gibt sein Startelf-Debüt, aber abgesehen davon standen die Jungs ja alle schon mal miteinander auf dem Platz. Wir haben ja schon 2-3 Spiele in ungefähr so einer Aufstellung gespielt. Und die müssten damit klarkommen. Körperzeit, ein Matcher mit einem richtig schlechten Pass. Juhu. Cahill.
Ruiz, Hempel, Stillhardt, Gomez, Ruiz, Wagner Held. Ja, also von Metscher habe ich jetzt. Die haben gespielt nicht gut. Ganz einfach. Also wird Podolski da Spielzeit kriegen. Ola. Cahill, Campbell, Stillhardt, Gomez, aus der Distanz, Wagner Held, Ecke. Ruiz. Gomez hat, glaube ich, drüber geköpft. Freistoß Poldi. Auf Nuhu. Abseits. Nuhu, warum rennst du so früh los? Das sind aber auch immer enge Abseitsdinger, die wir da haben. Kakabatze. Cahill. Nuhu. Billhardt. Gomez. Kakabatze. Bringt den rein, Andereck, Kakabatze, Stillhardt. Stillhardt wieder. Arbitsch mit dem Abschluss. Muheim, ey. Hättest du den auch sonst einfach ins Haus gehen lassen können? Kakabatze. Gomez, Kakabatze. Rifi. Mast. Wieder Nuhu vorbei. Viel zu einfach. Cahill holt sich den Ball. Babic. Gomez. Rein auf Campbell. Podolski. Campbell. Vorbei. Also. Dass das hier nur 1-0 steht, ist eine Katastrophe. Was wir jetzt machen? Wir nehmen Kakabatze runter für Löchinger. Und wegen schwacher Leistung nehmen wir Babic runter und wir geben Gil Menot sein erstes Spiel in der Saison. Cahill, Dillhardt. Also, defensiv war das super. Aber offensiv war das Katastrophe. Aber gerade du musst dich steigern gegen stärkere Gegner. Boris Babic hat heute auch aus 5 Metern kein Scheunentor getroffen, oder? Spiel ist vorbei, jetzt nichts mehr zu sagen. Lausanne-Spor ist raus. Das ist, glaube ich, der erste. Oh, Basel ist auch raus gegen Winterthur. Hatten wir doch vor ein paar Jahren schon mal nicht. Sind die doch auch gegen Winterthur rausgeflogen. Gomez feiert sein Debüt. Der Trainer war wieder dabei. Warum scouten wir Spieler, die viel zu teuer sind für uns? Wie viele haben wir das in den Aufträgen mit drin? Wie lange die noch Vertrag haben? Nee. Nee, steht da nicht. Gehen wir noch mal ein bisschen was ins Gehaltsbudget, damit das gut aussieht. St. Gallen Lugano zum Fantag ausgewählt. Für jeden zahlenden Erwachsenen erhält ein zugehöriges Kind Einlass zum halben Preis. Ach so.
Geht es denn darum, einfach mal das Stadion auszuverkaufen? Das ist ja mal super offensiv. Okay. Ich verstehe, warum die 15. sind in der Liga. Mit 4 Punkten. Oh, gegen PSG war das sogar ein relativ ausgeglichenes Spiel. Okay. Marseille wird schwer zu schlagen, ja, das dachte ich mir. Das ist ein Spiel, in dem wir mit Konter arbeiten werden. Die Ecken hier eigentlich eingestellt? Ja, habe ich. Wer ist der Dude, der hier 1,94 ist? Ran Gomez, der ist 1,94. Alles klar. Okay. Wenn der in der Startelf steht, muss der am kurzen Pfosten sein bei Ecken von links. Oh, wir schicken den Co-Trainer dahin. Wie wichtig ist es, dass die erstes Gruppenspiel gewinnen? Wettbewerb kann für uns ganz unterschiedlich verlaufen, je nachdem, wie dieses Spiel endet. Mein Ziel ist es, gleich einen Trend zu setzen. Also kein negativer. So, Start Neo. Wäre ein Easy-Gegner, Schütz, Biel. Also Biel Bien. Kriens. Aus der Challenge League. Ja, ist auch okay. Ist auch okay. Oh, einen unterklassigen Verein im Viertelfinale. Schön. Jens, ihr seid aufgestiegen, ne? Ich bin ja wirklich in der Challenge League. Ich bin Fünfter geworden in der letzten Saison. Okay, Schaffhausen, Verdutzt, Winterthur und Wiel setzen sich schon ein bisschen gegenüber dem Rest ab. Gucken, wie das im Winter aussieht. Im Oktober ist das Spiel. Die dürfen ja alle weiter. Goran Pandev. Er hat doch seine Karriere jetzt beendet. Dachte ich zumindest. Ich biete Thoma ein Probetraining an. Nein. Basel bildet die meisten Schweizer Nationalspieler aus. Wir haben einen ausgebildet. Gegen St. Gallen und Valencia gegen Atalanta. Ach, Kakabatze ist gesperrt für das Spiel. Klasse. Räuchi, wie lange kannst du? 75 Minuten, das muss reichen. So, Panja kommt wieder rein. Sergio wird neben Cahill spielen. Rochas rein für Kakabatze nehmen wir. Wen nehmen wir denn auf die Bank? Eigentlich Vasli, aber der ist gesperrt. Nehmen wir Hotzic mit. Also, Gemino. So, Gertl und Kuntilla rein.
Erstes Gruppenphasenspiel. Ein Matcher, von dem wir nicht viel gesehen haben. Ja, SHL hat null Spielpraxis, aber Matcher wird das Spiel nicht spielen. Vielleicht hätte ich Podolski in den Startelf stellen sollen. Ich weiß, dass wir die Underdogs sind, aber geht raus und liefert eine Leistung ab, die Fans anstachelt. Komm schon, ich habe Vertrauen in euch. Könnt eine gute Leistung abliefern. Was sind Ihre Gedanken in der Europa League gegen Marseille zu spielen, einem solch großen und angesehenen Verein? Ich freue mich auf das Duell gegen eine solch bekannte Mannschaft und darauf, mich selbst gegen einen Trainer wie Jorge Sampaoli zu beweisen. Wir haben heute Felix Metschhausen vorgelassen. Aus welchem Grund? Er hat sich im Training schlecht präsentiert. Weiß ich nicht. Wie ist denn seine Trainingsnote? Das? Nee. Training. Er hat so eine gute Übersicht, ey. Trainingsnote 7,55. Hat sich im Training schlecht präsentiert. Warum haben sie sich für Amin Essahel als Ersatz entschieden? Klopft schon eine Weile an die Tür zur Startelf. Das ist nun seine Gelegenheit, mir zu zeigen, was er kann, um mich in Zukunft vor ein Luxusproblem zu stellen. Klar, Gummis. Jürgen Lopez, Payet. Raus auf Jasici. Milik daneben. Winteler, Görtler, Löchinger. Ventilla. Reuchi. Bringt den Ball rein. Und leider einer von Marseille dazwischen. Milik. Görtler. Ist vorbeigegangen. Rochas. SHL. Hafeputz auf Jasice. Er bringt den Ball rein. Gummis ist da. Per Kopf auf Ziggy. Marseille, die klar dominierende Mannschaft. Merkt man schon so ein bisschen einen Unterschied. Lopez auf Payet. Mit dem sehr schwachen Abschluss. Igi. Cahill. Löchinger. Reuchi, SHL, auf Payet. SHL holt den Ball zurück. Quintilla, Reuchi, Görtler. Opic, Löchinger, Quintilla, Reuchi. Löchinger, SHL. Oh, geht an Gnagnon vorbei und zwingt man dann da zur ersten Parade. Jasici. Görtler ist dazwischen beim Einwurf. Kamera. Gnagnon. Und dann da. Gnagnon. Theophil Katerin. Benedetto. Payet. Kommt nicht an Löchinger vorbei. Kamera. Theophil Katerin. Kukla. Lopez. Milik. Josef Jasici und Ziggy. Rojas. Auf Panja. Klar. Milik. Benedetto. Gummis. Jasici. Milik. Benedetto. Jasici mit dem 1-0. Das ist halt, man merkt die Qualität, die die Spieler in Marseille haben gegenüber unseren.
Da kann man halt auch schon mal einen Ball einfach so in der Strafraumkante reinballern. Klar, Milik, Jasici. Milik, aus Netz. Wir hatten bis jetzt einen Abschluss. Und 42% Ballbesitz nur. War ja die Mannschaft waren. L. Hört mir wisst genauso gut wie ich, dass das in der ersten Halbzeit zu wenig war. Zeigt denen in der zweiten, was ihr drauf habt. So. Mal die Jungs motiviert. Ja, Payet. Oh, Cantillo erobert den Ball. Und Potsic kann sich nicht gegen Nanyo durchsetzen. Amafi, Les Melou, Payet, Nanyo, Les Melou, Payet, Benedetto, Nyasici, Benedetto, abgeblockt von Cahill, glaube ich. Und schon Leute. Eben vergessen habe, ich mach mal die Konter an. Lüchinger, Bräuchi, Lüchinger, Ventilla. Bringt ihn rein. Potsic! Ausgleich! Ventilla hat da. Hat den gut reingebracht und Potsic hat sich ja gegen die 4 durchgesetzt. Gut gemacht. Gut gemacht, Jungs. Rojas. Panja. Görbler. Rafael. Ventilla. Panja. Machen wir abseits. Aber wir haben schon eine Leistungssteigerung gesehen im Vergleich zur ersten Hälfte. Nanyo mit dem Fehlpass auf Quintil und der verliert den Ball halt instant. Und kriegt jetzt gelb-rot? Was? Also wir ziehen SL zurück. So. Oh ja, gut. Doch. Gerecht. Das ist definitiv gerecht. Ayat. Die Fisch den aus der Luft. Und lang nach vorne auf Kamera. Les Melou, Payet. Rojas, Panja. Görtler. SL, Panja. Ah. Radonjic. Klar, Görtler dazwischen, Radonjic, Benedetto, Sergio dazwischen. Theophil Katerin kommt dann zum Abschluss am Ende. Also die Flügel sind. Ja, sonst macht keiner ein großartiges Spiel. Jasici geht an Lüchinger vorbei. Görtler steht ihm im Weg. Les Melou, Cahill haut raus. Potsic. Wer hat von Theophil Katerin umgeworfen? Lüchinger. Amafi. Hättest du mal lieber zu Kräuchi gebracht, den Ball. Sorry. Der Einwurf von Lüchinger hätte so nicht passieren dürfen. Und du siehst, der eigene Mann steht hinter dem Gegenspieler, wirst du nicht auf den Gegenspieler, sondern suchst dir einen anderen.
Lüchinger, du hast das 2-1 eingeleitet. Cahill, Görtler. Bitch, war der nicht im Abseits? Les Melou. Benedetto, Radonjic. 3-1. Rojas weiß, dass er dafür verantwortlich ist. Okay. Es war ein schwacher Kopfball von Rojas, ja. Aber es hätte auch jemand bei Radonjic bleiben können. Ich sehe da nicht mal Rojas und die allein schuld. So, Rojas per Freistoß. Jetzt reißen. Radonjic. Geht an Lüchinger so easy vorbei. Also was Ziggy da gemacht hat jetzt, ist auch fragwürdig. Aber Lüchinger, der gibt dir doch nicht mal Begleitschutz. Der macht einen Schritt in die Richtung und das war's. So, wir nehmen Pagna runter, wir nehmen Kreuche runter. Wir spielen beide Katastrophe. Und sind müde. Sahel spielt zwar auch katastrophal, Rojas auch, aber die sind halt nicht müde. Leute. Wir haben eigentlich gut mitgehalten. Also ja, das Unentschieden war es nicht wirklich verdient. Wir haben gut dagegen gehalten. Und dann passieren solche Fehler. Und das 3-1 war ein katastrophaler Einwurf von Lüchinger. Das 4-1 war Lüchinger gibt nicht mal Begleitschutz. Das zweite, ja, Rojas verliert. Gibt den Ball per Kopf halt nicht gut weiter, aber es ist schon irgendwie zu verschmerzen. Aber also die drei Tore, ja, wenn man irgendwem die Schuld geben kann, dann sind es die Außenverteidiger. Dass Lüchinger so eine deutlich bessere Note als Rojas hat, das finde ich nicht gerechtfertigt. Ziggy, ey. Der nächste dicke Fehler. Dann war Glück, dass der Ball nicht zu einem von denen springt direkt. Also wir müssen in unserer Defensivarbeit auf jeden Fall arbeiten. Aber offensiv sind wir auch zu ideenlos. Ja, Marseille hat verdient gewonnen, aber nee. Das war eine sehr schwache Leistung. Valencia hat 3-1 gegen Atalanta gewonnen. Ja, die rote Karte hat uns geschwächt, aber es ist halt alles in allem schwaches Spiel gewesen. Also auch Sahel, der hat eine Katastrophe. Also das war eine Katastrophe, was Sahel betrifft. Wir haben ein Problem mit den Zehnern. Probier mal Podolski. Nee. Kann ich nicht machen. Wie schlagen sich denn die Leihspieler? Da haben wir ja nur 18 Stück. Und das sind die, die wir wirklich verliehen haben. Diese 7. Ja, González, 9 Spiele, 7 Tore. Der macht sich gut in Aarau.
Jakovic, 7 Spiele, 2 Tore als Außenverteidiger. Er macht sich gut bei Rapperswil. Die anderen, ja, zeigen eine mittelmäßige Leistung. Pauli hat eine Vorlage, Parente hat eine. Ich habe Finzon erst im Sommer verliehen, ne? Zum einen war, die Leihe geht nur bis zum 31.10. Okay, ist Island. Die hatten schon 18 Spiele. Ja, 13 in der Liga, 5 Kontinental. Hat schon 18 Spielen auf dem Platz. Muss man sich mal über. Okay. Sigi hat auch schon 14. Wir haben nicht wirklich weniger Spieler. Spiele. So. Lässt sich vom Physio behandeln. Wir kritisieren Cahill immer wieder. Lugano. Lugano kommt zu uns. Stadt SHL wird Matcher spielen. Anja, katastrophale Form. Luis kommt rein. Wir können Kagabatze wieder mitnehmen. Was ist denn das nächste Spiel? Ja, dann können wir gegen Lugano ein bisschen rotieren. Nur gegen Sio wieder mit einem Großteil der Stammelf spielen zu können. Und dann gegen Servet wieder zu rotieren, das dürfte passen. Das Uhu. Das ist voll eingespielt, aber auch das nicht. Okay. Matcher spielt auch nicht, Hotset spielt auch nicht. Nur Podolski. Du bist jetzt die Hoffnung auf einen funktionierenden Zehner bei uns. Und verlängert sich dein Vertrag bei 10 Spielen. 5 hat er. Und wir sind noch früh in der Saison. Ich nehme Gilmino mit statt Hotset. Nehmen Gomez mit statt Panja. Wen nehmen wir denn noch mit? Kein interessanter dabei. Keller darf einen Einsatz nachholen. Karl durfte ja nicht. Deswegen spielt er jetzt. Wir müssen den Jungen ja ein bisschen fördern. Dem. Der macht einen guten Eindruck. So. Ja. Ich erwarte von euch ein wesentlich besseres Spiel. Wir haben die letzten 3 Spiele gegen Lugano gewonnen. Ist solch ein Lauf von Bedeutung und können sie ihn am Samstag fortsetzen? Ja. Schneider hat den Ruf, mit dem FC Lugano vertikalen Fußball zu favorisieren. Das ist... Eigentlich finde ich das gut. Aber ich versuche mich mehr auf die Art, wie mein Team spielt, zu konzentrieren, als auf die des Gegners. Ihre Antwort scheint zu zeigen, dass sie nicht gewillt sind, ihre Taktik den wechselnden Spielstilen anzupassen, denen sie gegenüberstehen. Besteht die Gefahr, dass ihre Sturköpfigkeit sie scheitern lässt? Gar nicht. Ich sehe nur keine Notwendigkeit, mit taktischen Entscheidungen vor dem Spiel öffentlich zu diskutieren.
Der Preller? Preller. Nur Lüchinger. Nuhu. Lüchinger. Keller. Wasli. Ruiz. Haus auf Buheim. Ruiz. Keuchi. Stillhart. Keuchi. Bleibt an der Preller hängen. Lüchinger. Stillhart. Golski. Keuchi. Weit drüber. Ruiz. Stillhart. Wasli. Stillhart. Nuhu. Wasli. Lüchinger. Hempel. Podolski. Stillhart. Keuchi. Stillhart. Keuchi. Podolski. Vorbei. Ruiz. Keuchi. Ruiz. Hempel war es, glaube ich. Ja. Hempel schießt auch daneben. Muheim. Ruiz. Dolski. Muheim. So. Aumann. Warte mal mehr von den Jungs. Sli haut den Ball wieder nach vorne. Hacek. Nuhu. Lüchinger. Billhardt. Ruiz. Muheim. Ball rein. Todio ist dazwischen. Abubakar. Sabatini. Lavanchi. Holländer schießt Nuhu ab. Custodio bleibt an Keller hängen. Ruiz. Das? Ja. Rot. Vollkommen zurecht. Podolski. Muheim. Ruiz. Keuchi per Kopf. 1-0. Aber da muss man halt dazu sagen, die haben eine rote Karte. Da ist das 1-0 noch nicht genug. Das 1-0 war zur roten Karte schon überfällig. Ja, die haben nicht auf Keuchi aufgepasst. Lüchinger. Keuchi jetzt. Holländer dazwischen, Abubakar. Auf Campbell. Podolski. Oh, in den Lauf von Barb. Nein. Links am Pfosten und rechts geht er raus. Campbell, Podolski. Wieder auf Babic. Baumann ist da. Baumann mit dem Abschlag. Auf Muheim. Muheim. Geh auf der Seite mal durch. Ruiz. Muheim. Bringt den rein. Podolski. 2-0. Torschütze unsere Nummer 10. Lukas Podolski. Ich glaube, damit hat er jetzt mehr Torbeteiligung als ein Matcher. Ein Matcher war ganz schön lange Stamm. Lüchinger mit dem Einwurf auf Keuchi. Alovic. Hempel. Ruiz. Keuchi. 3-0. Ja, jetzt wird's standesgemäß. Und so ein 2-0, 3-0 war eigentlich schon vorher zu erwarten. Geht halt nur noch Babic. Babic hatte bei dem einen Schuss, der am Pfosten ging, hatte der richtig viel Pech. Aber ansonsten fehlt halt auch so ein bisschen an der Qualität. So, gefällt mir super, wie es läuft. Weiter so. Campbell. Asli. Keuchi. Rüber auf Ruiz. Muheim.
Baumann mit dem Abschlag. Löchinger fängt den ab. Kreuchi. Auf Campbell. Ruiz. Baumann hört ab über die Latte. Ecke. Ruiz bringt die Ecke rein. Ah, Podolski verliert das Kopfballduell. Billhardt auf Ruiz. Der war am Abseits. Schade. Keller auf Nuhu. Weit nach vorne zu Ruiz. Campbell, Ruiz. Im Seitenwechsel, der kommt nicht an. Nuhu. Jetzt ist Bräuchi am Ball. Bräuchi zieht nach innen. Und nach vorne. Auf Muheim. Mit dem Ball zu Podolski. Stillhart, Bräuchi, Löchinger, Bräuchi. Wird abgegrätscht von Keschkes. So. Kann nicht mehr von den Jungs fordern. Die spielen ja schon ein gutes Spiel. Ich nehme mal runter Löchinger, weil er gelb hat. Und Stillhart, weil er gelb hat. Komischerweise sind das auch die beiden mit der Feldspieler mit der schlechtesten Note. Kakabatze. Kreuchi. Geht an der Preller vorbei. Ruiz, Campbell, Podolski. Raus auf Kakabatze. Der Platt. Quintilla. Podolski, Campbell, Kreuchi. Fiedler blockt. Kakabatze. Nuhu. Kakabatze. Quintilla. Über zu Muheim und Ruiz. Baumann. Auf Fasli. Quintilla. Holt den Elfer raus. Quintilla holt den Elfmeter, damit kriegt Kreuchi seinen Hattrick. Der Preller kriegt noch gelb. Und er hält den Elfmeter. Kreuchi, ey. Ruiz. Bringt die Ecke rein. Campbell. 4-0. Dritte Vorlage von Ruiz, glaube ich. Ruiz mit der dritten Vorlage. Kakabatze. Podolski. Bringt den Ball rein. Ah, Babic kommt nicht dran. Ende. 4-0 gewonnen. Absolut verdient. Auch in der Höhe. Hätte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr aus den Chancen rausholen können. Schiedsrichter stand heute im Mittelpunkt, als er Olivier Custodio in einer strittigen Situation vom Platz stellte. War diese Entscheidung falsch? Nein, mein erster Eindruck war, dass der Platzverweis berechtigt war. Okay. Ein Tag, ein voller Erfolg. Erste Reaktion spricht von einem großen Erfolg, weshalb der Vorstand dank des großartigen Tages mit langfristig steigenden Zuschauerzahlen rechnet. So, so. Und der hat noch ein Jahr, anderthalb Jahre noch Vertrag. Enzo Mio. Es gibt so viele gute Spieler mit auslaufenden Verträgen. Vor allem talentierte Spieler. Brall spielt nicht. Ich
glaube nicht, dass der hier will einen neuen Vertrag. Könnte La Rede mal mit Leonidas. Er will keinen neuen Vertrag mehr. Oh, Riese hat seinen Intensivsprachkurs abgeschlossen. Er kann sich jetzt auf Deutsch verständigt machen. Noch einen weiteren Sprachkurs. Immerhin kann er ja schon mal sagen, was er will. Li Dongjong. Ah, nee. Ich werde umstellen, dass wir defensive trainieren in den nächsten Trainingswochen. Weil wir haben gegen Marseille gesehen, wir sind zu anfällig. Ritsu Dorn, 10 Millionen. Solche Leute können wir uns nicht leisten. Trotzdem scouten wir sie. Jetzt hat sich Poldi beim Hüpfen verletzt. Verhärtung von der Oberschenkelrückseite. Wow. Okay, Poldi ist nicht ganz fit, aber sollte spielen können. Metscher hat ein Tor, eine Vorlage. Podolski steht bei 2 Toren. Noch ohne Vorlage. Aber ja, ich lasse Metscher wieder spielen. Keller hat ein gutes Spiel gemacht. Das wird Ziegi aus, ja. Ich werde trotzdem jetzt wieder Ziegi spielen lassen. Haben wir einen Stammspieler, der Spielpraxis braucht und fit ist? Nein. Dann passt das wieder mit der Aufstellung. Ja. Klassis Mastergio spielen. So, ich erwarte heute einen Sieg. Konzentrierte Abwehrleistung, dass ihr im Mittelfeld das Heft in der Hand nehmt und Effizienz vorm Kasten. Dann spielt, ja, spielen die Young Boys gegen den FC Luzern und versuchen bereits früh in der Saison die Tabellenspitze zu übernehmen. Ihr seid Erster. Denken Sie, dass Sie sich am Ende unter den Titelkandidaten wiederfinden werden? Ja. Das Kapitän heute, welche Qualitäten bringt damit? Wir wissen, dass wir auf ihn bauen können. Lacroix, Filipino, Ngessan. Ngessan? No, Ecke für Sion durch Tosetti. Ein Doi-Köpf drüber. Haben wir schon mal Glück gehabt. Lichinger. Können wir jetzt Stillhart. Muheim. Oh, knapp daneben. Lichinger mit dem nächsten Einwurf. Kreuchi. Lichinger. Stillhart. Lichinger. Stillhart bringt den rein. Passt bis zu Ruiz durch. Und gestern. Dann läuft der Konter. Digi, was war das? Was war das? Was hat der da gemacht? Ja, er ist rausgekommen. Hüpft nach rechts. Aus seiner Sicht, bevor der an... Der nach... Nee. Billhardt.
Torwart hält. Der geht ganz klar auf deine Kappe. Filipinho, Gürgic, Raldne, Carlen, Tosetti. Raldne, Tosetti, Muheim ist Weimar dazwischen. Ich würde sagen, es gibt Gelb für Muheim und Freistoß. Aber ich denke nicht, das war. Jetzt noch mehr bei rumkommt. Kein Elfmeter. Und kein Gelb für Muheim. Und Freistoß für uns. Lüchinger mit dem Einwurf. Das hätten wir doch schon. Stillhart. Metscher, Campbell, Kreuchi, Lüchinger. Lüchinger! Wow. Wow. Und Kreuchi hat den halt einfach rausgelegt und Löchner hat den einfach in Winkel. Wow. Gutes Ding. Lugic, Lacroix. Clemenza. Gestern Löchner ist dazwischen. Stillhart. Jetzt in den Lauf von Babic, Raldne, Matic, Raldne, Rossetti. Metscher versucht in Zweikampf zu kommen. Babic fängt den Ball ab. Kreuchi, Ruiz. Auf Babic, 2-1. Gedreht. Spiel gedreht. Kreuchi mit dem guten Ball auf Ruiz. Und Babic setzt sich dann gegen Doi und Lacroix durch. Gut gemacht. Martic, Tosetti. Geht am Muheim vorbei. Clemenza. Carlen, Tosetti. Ausgleich. Tosetti geht erst am Muheim vorbei, legt den Ball dann zu Clemenza. Carlen spielt zurück zu Tosetti und der schießt zwischen Muheim und Stergi durch und Ziggy kommt dann nicht mehr ran. Schlecht verteidigt. Muheim. Brightness ist da. Campbell. Auf Ruiz. Ist den Torwart ab. Ecke. Klasse Parade, der hat sich nicht mal bewegen müssen dafür. Ruiz. Genau auf Lacroix. Gestern. Nächster Konter für Theo. Lüchinger dazwischen. Ziggy. Es ist absolut nicht verdient, dass es hier gerade unentschieden steht. Wir müssten vorne liegen. Ich bin vor allem unzufrieden mit der Abwehrarbeit, mit dem Spielaufbau und mit der Chancenverwertung. Aber du bist wegen jedem Scheiß demotiviert. Guten Tag. Danke für den Follow. Wie spreche ich dich denn aus? Broken, okay. Dann herzlich willkommen, Broken. Geht bei dir so? Ja. Nicht so viel. Ich versuche gerade irgendwie meiner Mannschaft einzutrichtern, dass die mal konstant gute Leistung bringen sollen. Nur defensiv Schwächen abstellen, offensive auch mal was auf Reihe kriegen. Ja. Eigentlich ist das Dauerzustand. Weil wir sind erst in der zweiten Saison. Bei mir aktuell auch so.
Bei welchem Verein bist du denn? 3-2 Sion. Komm, ist in der zweiten Liga. Ach, du Schande. Waren die nicht vor ein paar Jahren mal erstklassig? Haben die nicht auch mal international gespielt? Irgendwie 2015 oder so? Okay, Stegers Absatz aus. 14, okay. War ich ja nicht so weit weg. So, Kräuche wegen schwacher Leistung. Nein, wegen müde runter. Stillert wegen schwacher Leistung. Nein, wegen müde. Metscher geht runter wegen schwacher Leistung. Podolski kommt. Ich brauche wieder eine Challenge. Zweite russische Liga ist da. Mit Sicherheit interessant. Ist mal was anderes. Chertanovo wäre wahrscheinlich ein bisschen zu extrem. Setin Doi. Ah, Kempel mal dazwischen. Muheim. Ruiz. Doi. Hutsch. Der Gio Köpfchen wieder raus. Septi. Gürgic. Kann da jetzt mal bitte einer dazwischen gehen? ...3-2 verloren. Wir hatten in der zweiten Halbzeit zwei Schüsse. Zwei. Das ist sowas von nicht verdient, dass die gewonnen haben. Zufrieden. Entscheidung, einige Leistungsträger zu schonen, müssen sie nach St. Gallens 3-2 Niederlage gegen Sion in der Super League doch sicher bedauern. Ja, es war nicht optimal, wir waren aber die klar bessere Mannschaft. Die Niederlage ist enttäuschend. Ich bin davon ausgegangen, dass die Mannschaft gut genug ist, um nicht mit leeren Händen heimzukehren. Welchen Einfluss wird Noel in gestern's Tor auf ihr Team haben? Ich erwarte eine Reaktion. Sie müssen zurück an die Arbeit und sich darauf konzentrieren, das Richtige zu tun. Lüchinger schießt nicht oft ein Tor, aber heute ist ihm dies gelungen. Wie sehr hat sie das gefreut? Ich kann nicht sagen, dass er in seinem Torabschluss gearbeitet hat. Hat er nämlich nicht. War ein großartiger Moment für Nikolas. Wir haben uns alle sehr für ihn gefreut. Jakovic hat bisher während seiner Leihe bei Rapperswil Jona sehr gut gespielt. Wie sehen Sie auf lange Sicht seine Entwicklung? Ich bin sehr glücklich, dass er Schritt für Schritt in seiner Entwicklung vorankommt. Er ist sicherlich auf dem richtigen Weg. Denken Sie, es mittlerweile zu gut für Rapperswil Jona? Nein. Da ist die Kontinuität wichtig. Sind Sie besorgt über Temperons schwache Form während seiner Leihe beim FC Gossau? Deswegen haben wir ihn verliehen. Weil er schlecht ist. Können Sie uns Einblick in Ihre taktischen Gedankenspiele geben? Warum lassen Sie auf diese Art und Weise spielen? Mir hat die Art von Fußball schon immer am besten gefallen und auch als Zuschauer bekomme ich das am liebsten zu sehen. So, Offensive, Gegenpressing, so früh wie möglich. Und gib ihm. Am besten mit defensiver Sicherheit und viel Ballbesitz. Denk. Ach Gott, machen wir weiter. Alejandro. Viel zu teuer. Strelek. Gucken wir schon. Mike Cooper. Den können wir mal scouten. Ola Sollbacken. Scouten wir. Den nicht. Den nicht. Apo Halme wird gescoutet, Matt Clark nicht, Joel Pireux, Aaron Pupensa. Der wäre klasse für uns. Schneller Stürmer, der dribbeln kann, aber leider kostet der 2,5 bis 5 Millionen und verdient knapp 1 Million.
Finanzielle Mittel dafür haben wir einfach nicht. So, Pressekonferenz vom Spiel gegen Servet. Servet steht derzeit auf dem 10. Platz in der Liga. Allerdings trennt den Verein nur ein Punkt von Basel und den Nicht-Abstiegsrängen. Scheiße, ist Basel gerade schlecht. Kann die Elf von Servet am Samstag 3 Punkte aus dem Kimopark mitnehmen? Ich bin immer zuversichtlich. Wir haben gut trainiert und wissen, wozu wir in der Lage sind. Musa Nuhu scheint wegen des vollen Terminplans ihres Teams Fitnessprobleme zu haben. Planen sie, ihn im kommenden Spiel gegen Servet pausieren zu lassen? Über die Aufstellung reden wir nicht. Welche Reaktion erwarten Sie von Ihren Spielern nach dem enttäuschenden Seahawks-Spiel? Das ganze Team will sich mit dem Sieg rehabilitieren. Panja hatte einen schweren Start und konnte bis jetzt noch keine Vorlagen geben. Haben Sie weiter Vertrauen in ihn und wird er den Fans Zeit noch zeigen, warum er verpflichtet wurde? Ja. Auf jeden Fall, der wird sich noch steigern. Samuel Rojas hatte einen schwachen Start bei St. Gallen und lieferte einige glanzlose Auftritte in seinen ersten Partien ab. Glauben Sie, dass er noch seine Form finden wird und somit zeigt, warum Sie ihn verpflichtet haben? Ja, ihm bin ich davon überzeugt. Gary Cahill war mit überzeugenden Leistungen in seinen ersten Einsätzen für St. Gallen gut gestartet. Ist glücklich, dass ihr Neuzugang gleich so eingeschlagen hat. Ja, alle Legenden des Vereins waren irgendwann an demselben Punkt. Es liegt nur an ihm, ob er der nächste Marcel Koller wird. Ja, ich glaube nicht, dass Cahill noch Vereinslegende wird. Werden sie offensiv spielen lassen? Ja, immer. Sind sie besorgt, dass Cabral bei seinem Leihverein Grasshoppers Zürich nur wenig Spielzeit erhält? Ein Teil der Leihvereinbarung ist, dass er spielt. Das muss langsam passieren. Sagt Cahill, da sind alle glücklicher. Können sie dazu was sagen? Er hat hier richtig frischen Wind reingebracht, ist ein echter Gewinn und hat uns in kurzer Zeit hier als Team besser gemacht. So. Jetzt will ich wissen, was mit Basel los ist, warum die da ganz hinten drin sind. Die sind halt... Servet hat halt auch schon 7 Punkte. Gegen wen hat Basel denn verloren? Gegen uns, gegen Lugano, gegen Sion, gegen Grasshoppers. Gegen alle, die vor ihnen sind. Nein, nicht gegen alle. Zürich nur ein Unentschieden, gegen Lausanne ein Unentschieden. Und dann haben sie gegen die Young Boys gewonnen. Aber das sieht ganz so aus, als würden die Young Boys hier erstmal durchmarschieren fürs Erste. Wir müssen uns schnell wieder fangen. So. Podolski ist noch nicht wieder bei 100%. Wir werden Matcher nochmal vertrauen. Thomas kommt rein. Stammspieler die Spielpraxis brauchen. Nein. Ist gut. Na doch, Quintilla. Ja, Muheim ist super in Form, seit Rojas da ist. Ich glaube, Muheim verdient sich gerade wieder einen Stammplatz. Kakabatze kommt wieder rein. Ansonsten... Ich lasse Podolski spielen statt ein Matcher. So, wir sind der Favorit, also raus mit euch und liefern eine Leistung ab, die die Fans anstachelt. Auch Young Boys muss heute antreten und will sicher schon in dieser frühen Phase die Titelambitionen des Vereins unterstreichen. Glauben Sie, dass die Young Boys 3 Punkte gegen Lugano einfahren können? Ja. Eine gute Vorbereitung ist heutzutage alles im Fußball und Sie wissen bestimmt schon, was Sie von Servet erwarten können. Glauben Sie, dass Servet taktisch überraschen wird? Ich denke, ich bin gut vorbereitet. So. Anstoß. Und erstmal ein Fehlplatz von Nuhu. Antunes. Sautier.
Vespedes, Ondua, Sasso, Sasso hieß der, Podolski, Kakabatze, Campbell, Ruiz, Gomez, Rick. Schwacher Abschluss von Gomez. Sergio, Ruiz, Quintilla, Gomez, Kakabatze, Campbell, Gomez, genauer Frick. Weiß. Auf Schalk. Kakabatze köpft raus. Vespedes. Hinten wieder rein. Muheim ist da. Higi. Muhu. Higi. Muheim. Bringt den rein auf Quintilla. Ah. Quintilla probiert es direkt, aber der geht rüber. Oder noch mal mehr von den Jungs. Warum ist das der Einzige, der darüber enttäuscht ist? Ja. Wir müssen gewinnen. So einfach ist's. Rick haut den Ball nach vorne. Wohin köpft den zu Ruiz? Campbell. In den Lauf von Babic. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da jetzt einen Elfmeter kriegen. Wenn wir da jetzt kein... Auf der anderen Seite, wenn wir keinen Elfmeter kriegen, würde ich mir wünschen, dass er einfach weiterlaufen lässt. Ja, kein Elfer. Warum lässt er nicht einfach weiterlaufen? Hätte noch was draus werden können. Quintilla mit dem Freistoß. Der geht aus der Giu. Campbell köpft den rein. 1-0. Ja. Auch keiner am Abseits. Passt. Alesch. Muheim köpft raus. Okay. Dolski fängt den Ball ab. Muheim. Probiert zu Babic. Bleibt aber an Wasser hängen. Vespedes. Balz. Vespedes. Rouillet. Kakabatze. Ja, Kakabatze immer noch am Ball. Gomez, Quintilla, Campbell im Rückraum, aber Frick hält den Abschluss. Oh Leute, lasst jetzt ausnahmsweise mal defensiv gar nichts anbrennen, das macht ja schon mal einen guten Eindruck. Jetzt, ich habe es zu früh gesagt. Okay, Campbell guckt den raus. Erster Abschluss von Sio. Auch wenn er katastrophal war, aber... Nuhu. Kakabatze. Gomez. Kakabatze. Dolski. Rick hält. Ecke. Ruiz bringt die Ecke rein. Dolski köpft drüber. Wird hochverdient vorne. Aber alles in allem bin ich noch nicht zufrieden mit wie die spielen. Das macht nicht so einen guten Eindruck, wie ich es mir wünsche. Kakabatze. Am Ende der Szene. Leute. Müsstet mal eingreifen. Nu. Quintilla. Gomez, Podolski, Quintilla, Kakabatze, Quintilla, rein auf Podolski, bleibt hängen, Campbell bleibt hängen. Freistoß Servet, Ruiz, Vespedes, Ondua,
des Bedes. Muheim ist dazwischen. Ruiz. Geht an Sasso vorbei. Arvid verliert den Ball gegen Ruiz. So. Wir bringen Gilmeno rein. Wir bringen Matcha für Poldi. Gucken wir mal weiter. Ruiz. Quintilla Gomez und Frickheld. War aber auch ein schwacher Abschluss. Wann habe ich Gilmeno eingewechselt? In der 72. und in der 78. verletzt runter, ey. Okay, dann stellen wir mal eben ein bisschen um. So. Machen wir das so. In 4-2-4 ohne Stürmer, aber die zentral, ein zentraler Mittelfeldspieler in Form von Matcher dient als Schattenstürmer. Nein. Matcher soll in der Mitte sein, während Gomez versucht auf der rechten Seite so ein bisschen für Übergewicht zu sorgen. Deswegen werden wir, wenn wir im Ballbesitz sind, jetzt auch eher die rechte Seite fokussieren im Angriffsspiel. Kabatze. Matcher. Gomez. Kreuchi. Rick. Wagner. Ruiz. Bringt die Ecke rein. Antilla. Ruiz. Freistoß. Ruiz war im Abseits. Schade. Emery. Irgendwer war dazwischen. Matcher. Raus auf Ruiz. Super Timing. 2-0. Am Ende nochmal ausgekontert. Und den Sieg gesichert. Gut gemacht, Jungs. Ja, Match mit dem perfekten Timing beim Abspiel. Dann ja doch was, der Junge. Dann ist das jetzt selten so aussah, wenn er gespielt hat. Kakabatze, Matcher, Kakabatze, Matcher, Gomez, Campbell. Ab daneben. Und Ende. Gut gemacht, Männer, war ein schöner Sieg für uns. Wir haben Samet davon abhalten können, auch nur einen Torschuss abzugeben. Zeigt das, wie dominant sie heute waren? Leistung gut, aber nicht großartig. Es bleiben auf jeden Fall ein paar Dinge zu verbessern. Gilmeno, jetzt fällt der noch 3 Wochen aus. Ja, die Verletzungsprobleme. Mario Frick. Der war mal Spieler bei St. Gallen. Okay. Basel, Zürich, nach Italien. Dann ging es wieder zurück. Dann ging er an den Trainerstab. Okay. So, Pressekonferenz. Ihre Serie ungeschlagener Heimspiele steht jetzt bei 10 Partien. Wie wichtig ist es, dass der Kibun Park zu einer uneinnehmbaren Festung für St. Gallen wird? Ich glaube, eine gewisse Heimstärke ist unverzichtbar. Gegner sollen sich davor fürchten, hier spielen zu müssen. Und wir bauen diesen Ruf mit jedem absolvierten Spiel weiter aus. Wir müssen mit der Leistung von Frank Gomez zufrieden sein, oder? Oh ja. Ja. Meine Mitspieler können sich an ihm hochziehen. Das war eine brillante Vorstellung. Was denken Sie vor dem Hintergrund Ihres heutigen Sieges über den Einsatz technischer Hilfsmittel? Können eingesetzt werden, sollen nur nicht wirklich alles überprüfen. Chico Lamba.
kriegst ein Probetraining. Ian Thomas, scouten wir weiter. Das könnte der... hier, nein, nicht Lamba. Ian Thomas könnte der erste New Gen sein, den wir kaufen. Hängt halt davon ab, ob sich das Potenzial am oberen Ende befindet. Wenn nicht, dann werden wir natürlich auch nicht holen. Chico Lamba. Mal gucken, wie sich der beim Probetraining so macht. Basel macht Angebot für Fassbender. Nein! Wenn das Lichtensteiner ist, der... Okay, sein Talent hat sich gesenkt. Finde ich nicht gut. So, und das Spiel gegen Valencia wird das letzte für heute sein. Das Spiel gegen Valencia machen wir noch. Ein gefährlicher Gegner, der uns das Leben schwer macht. Okay. Das Spiel nehmen wir noch mit und dann ist Feierabend für heute. Dann werden wir dann morgen weitermachen. Oh, Tiki in St. Gallen hat eine Chance. Ja. Eine kleine. Eine sehr kleine Chance. Ich glaube nicht dran, dass wir gegen Valencia eine realistische Chance haben, was mitzunehmen. Hey, wir spielen zu Hause. Erstmal Stammspieler auf den Platz stellen. Nopanja, vielleicht klappt es auf rechts hier besser. Matcher, der jetzt sich so ein bisschen gefangen hat, zumindest scheint es so. Für Quintilla nehmen wir Stillhart mit. Muheim ist super in Form, deswegen darf er spielen. Fasli kommt für Stergiu. Uwe spielt nämlich auch richtig gut. Ja. Also ich glaube, der große Schwachpunkt ist im Moment formtechnisch Ekanit Panya. Das war ein richtig guter Flügel, aber er hat die Konstanz nicht als Schwachstelle, er hat die wichtigen Spiele nicht als Schwachpunkt. Eigentlich müsste der gute Leistungen bringen. Ist vielleicht etwas offensiv. Taktik. Jetzt liegt es an euch. Ich wünsche euch ein gutes Spiel. So, ich möchte, dass ihr saubere Leistung abliefert. Kann Musa nur seine gute Form für dieses Spiel konservieren? Wäre gut für uns, wenn er mehr davon zeigt. Sind Sie zuversichtlich, dass Ekanit Panya heute seine volle Leistung abrufen kann? Vertraue ihm und weiß, dass er hart arbeitet, um das nötige Niveau zu erreichen. Mehr kann man im Moment leider nicht verlangen von ihm. Auch Sainz, Racic, Manu Vallejo, Gonzalo Guedes, Segaya, Kabatze dazwischen, Higi, Muheim, Görtler, Matcher, Stillhart, Matcher. Jetzt in den Lauf von Hotzic, aber Gabriel dazwischen. Listen. Guedes, Manu Vallejo. Vorbei. Higi. Nuhu. Akabatze. Görtler. Ruiz. Geht nicht vorbei, Musa. Auf was? Musa. Bringt den rein und Zigi lenkt den Ball zur Ecke. Gaia bringt die Flanke rein. Nuhu. Gaia. Oh, Panja.
Anja hat den Ball schon mal erobert. Gut. Darauf kann er aufbauen. Wo ist mit der Ecke auf Panja? Lach rein. Thomas. Manu Vallejo. Über ihn läuft der Konter. Takabatsu unterbindet ihn. Sigi. Nuhu. Metscher. Stillhardt. Görtler. Metscher. Irgendwie hat er den Ball wiederbekommen. Aber leider ging der Ball dann daneben. Anfeuern. Bäumes fühlt sich deswegen unter Druck gesetzt. Higi hängt den. Hätte schief gehen können. Anja, da ist leider keiner. Juhu, Metscher, Görtler. Raus auf Ruiz. Ja, Ruiz geht, kommt nicht an was vorbei und verliert den Ball. Sainz. Juhu, Stillhardt. Kabatze. Anja bringt den Ball rein. Auf Hotzic. 1-0. Wir hören 1-0 gegen den FC Valencia. Gut. Panja mit seiner ersten Vorlage. Hotzic mit dem 11. Tor. So früh in der Saison. Aber hey, wir sind da gar nicht mehr. Ist ja schon Oktober. Wir sind die bessere Mannschaft. War soweit ganz gut, aber da geht noch mehr. Geht noch mehr und ich vertraue darauf, dass ihr das Zeug dazu habt. Hotzic. Görtler. Vasli. Ein Matcher. Aus auf Panja. Verliert den Ball gegen Gaia. Oh, Gaia mit dem Freistoß. Maxi Gomez war, müsste im Abseits gewesen sein. Ja, Abseits. Sehr gut, wir bleiben vorne. Wie hauchdünn war es? War schon sehr deutlich. Luis, Stillhardt und Verfliesen. Nicht wirklich drin im Spiel. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Sehen von dem Abseits aus in der zweiten Hälfte ja noch gar nichts passiert. Das ist gut. Ah, Nuhu ist müde. Nehmen ihn runter für Stergio. So. Kann sich fast lieben, ein bisschen die Note hochschrauben. Wir nehmen Ruiz runter für Kreuchi. Und dann gucken wir mal weiter. Uheim ist müde. Ah, Ecke, Kakabatze, Panja. Ecke. Ich nehme Uheim noch runter für Rojas. So, Kakabatze mit der nächsten Ecke. Nimmt die rein, nur auf De Jong. Stillhardt. Luke De Jong haben sie ja. Stimmt. Gonzalo Guedesch, Luke De Jong, Gonzalo Guedesch, Stergio. Und Guillamont. Was ist dazwischen? Stillhardt haut den Ball raus. Listen, Gabriel. Lee Kang-in, Maxi Gomez, jetzt außer Distanz, Abstoß für uns. Tillissen mit dem Abstoß. Da gibt es einen Freistoß für Valencia? Der Freistoß wird noch nicht mal durchgeführt. Okay.
war. Wir haben gegen Valencia gewonnen, ey. Das Lee bekam heute erneut eine gelbe Karte. Nun hat er schon 5 auf seinem Konto. Macht Ihnen das Sorgen? Der ist Innenverteidiger, da gibt es nur mal gelbe Karten. Achso, das ist Champions League. Ich habe mich gerade gewundert, warum Dortmund und Manchester City in der Euroleague sind. Er hat eine Gruppe mit Real und Liverpool. Die Bayern haben eine easy Gruppe. Moskau, Feyenoord und Arsenal. Ah, Leipzig hat Lazio, Athletic Bilbao und Lyon. Das ist, dürfte so die Todesgruppe sein. So. Haben wir nochmal 570.000 bekommen. So, dann speichern wir mal. So, gehen wir mal ein bisschen durch, was wir jetzt in dem Stream geschafft haben. Wir haben das Playoff zur Champions League in Hin- und Rückspiel verloren. Aufgrund von Auswärtstoren. Haben dann auch direkt gegen eBay verloren, haben noch gegen Seahawk verloren. Ansonsten haben wir alles gewonnen. Marseille haben wir natürlich auch verloren. Mit 4-1. Relativ deutlich sogar. Die Niederlagen in der Liga haben dazu geführt, dass wir Zweiter sind. 3 Punkte hinter den Young Boys. Transfertechnisch hat sich, meine ich, nichts mehr getan. Ah doch, wir haben Paolo Gozzi und Fran Gomez noch ablösefrei geholt heute. Und Cabral haben wir noch an die Grasshoppers verliehen. Also transfertechnisch würde ich denken, war das auf jeden Fall positiv. Vom Spielerischen her, ja, wir haben die zweite Runde im Pokal überstanden. Wir haben ein Spiel in der Euroleague-Gruppe gewonnen. Ich denke, alles in allem war es schon relativ gut. Klar, könnte besser, aber wir sind jetzt in der zweiten Saison. Also internationales Geschäft ist auf jeden Fall Ziel für Ende der Saison. Das heißt Top 3 oder 4, je nachdem, wer im Pokal gewinnt. Damit liegen wir aktuell, glaube ich, ganz gut im Plan. Es sind 9 Spiele durch. Jeder hat mal gegen jeden gespielt. Wir sind Zweiter. Ist okay. Ist echt okay. Kann man drauf aufbauen. Pokal gehen wir spielen wir als nächstes gegen Kriens im Achtelfinale. Wenn wir danach ein bisschen Glück mit der Auslosung haben, sollten wir da auch relativ easy durchkommen. Die Neuzugänge, wie haben die sich bis jetzt geschlagen? Zum einen Keller, der hat 2 Spiele gemacht. Beide ohne Gegentor. Cahill war da, wenn man ihn gebraucht hat. Ja, Gozzi hat noch nicht gespielt. Kakabatze auf rechts ist gesetzt. 3 Vorlagen. Spielt bis jetzt besser als Lüchinger. Der nächste wäre dann Gabriel Rojas, Linksverteidiger. Der macht mir ein bisschen Sorgen. Also der Junge ist nicht gut in Form. Muheim macht da den deutlich besseren Eindruck. Also es könnte wirklich sein, dass Rojas so ein Transfer, sich als Transferflop am Ende herausstellt. Da bin ich noch nicht überzeugt von, dass er uns wirklich weiterhilft. Und der verdient halt das Dreifache von dem, was Muheim verdient. Deswegen schwierig. Campbell ist so ein bisschen Backup. Ja, wenn er gespielt hat, in der Liga war er sehr gut. Hat schon 2 Tore auf dem Konto. Muss mal gucken, dass wir den mal ein bisschen mehr spielen lassen vielleicht. Bis jetzt mit seinen Leistungen auf jeden Fall solider Backup. Ethahel, junges Talent. Kam auch ablösefrei. Entwickelt sich, wie man sieht, schon mal in eine richtige Richtung. Hat noch nicht viel gespielt. In der Liga läuft sehr gut. In der Euroleague war es eine Katastrophe. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht.
Felix Metscher kam eigentlich als absoluter Stammspieler fürs offensive Mittelfeld. Und geht bis jetzt eher in Richtung Enttäuschung. Also im Schnitt eine 6,6er Bewertung ist einfach nicht gut genug. Von ihm habe ich mir echt mehr erwartet bis jetzt. Hat auch erst ein Tor und eine Vorlage. Zwei Vorlagen, sorry. Dann Ekanit Panya kam relativ spät aus Thailand. Hat bis jetzt, ja, beim Debüt im Pokal hat er direkt getroffen, aber halt gegen Viertligisten. Hat jetzt gegen Valencia seine erste Vorlage gegeben. Der kommt allmählich auf Tour. Wird besser bei ihm. Nico Williams auf rechts, unangefochtener Stammspieler. 9 Spiele hat er gemacht, 5 Tore, 2 Vorlagen und das vom rechten Flügel. Da kann es auf jeden Fall so weitergehen. Van Gomez hat bis jetzt 2 Spiele gemacht, noch keine Torbeteiligung, war aber trotzdem schon gut dabei. Kann so auch weitergehen. Dieser kam letzte Saison. Lukas Podolski. Eigentlich hatte ich ihn geholt, so als, den schmeißen wir ab und zu, wenn wirklich Not am Mann ist und wir da Erfahrung brauchen, schmeißen wir ihn mal rein. Er ist von den Spielern, die bis jetzt im offensiven Mittelfeld gespielt haben, hat er einfach am besten gespielt. Also der scheint sich gerade wirklich so für eine Art Stammspieler zu entwickeln. Ich habe da extra, der hat eine Klausel drin, bei 10 Spielen verlängert sich der Vertrag. Als ich ihm das angeboten habe, habe ich nicht damit gerechnet, dass der die 10 Spiele erreicht. Er steht jetzt bei 8 und wir haben September. Also, der wird auf jeden Fall nochmal ein Jahr bleiben. Der Junge hat sich super gemacht bis jetzt. Auch schon mit 2 Toren. Armin Hodzic kam als neuer Stürmer nach dem Abgang von Junior Adamu. Ja, 12 Spiele, 11 Tore. Was will man mehr von einem Stürmer? Der Junge liefert einfach ab. Also alles in allem Transfers. Wir haben Metscher und Rojas, die stand jetzt als Flop durchgehen. Alle anderen haben bis jetzt schon mal gute Leistung gebracht und könnten tatsächlich als Verstärkung durchgehen. Von daher bin ich mit den Transfers im Großen und Ganzen zufrieden. Dann. Wir werden morgen weitermachen. Streamstart wird, denke ich, gegen 15.30 Uhr sein. Wir werden dann auf jeden Fall den Oktober spielen. Im November müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht gehen wir schon in Dezember rein. Transferstechnisch wird es morgen nichts mehr geben, wird nur weiter gescoutet, wer in der nächsten Saison ablösefrei ist. Damit wir dann, sobald wir in den Winter gehen, schon mal ein paar Transfers fix machen können, die uns auch weiterhelfen. Und halt gucken, vielleicht, ja, Linksverteidiger ist so ein bisschen der Schwachpunkt, muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht nochmal Stürmer, um auf ein Zwei-Stürmer-System umzustellen. Weil wir haben da genug, die da vorne drin spielen können. Also Gilmeno, Babic, Hodzic, Campos im Notfall, Podolski im Notfall. Vielleicht stellen wir taktikmäßig auch ein bisschen was um. Dann gucken wir jetzt mal, wen könnten wir denn raiden? Twitch, minimier doch dich doch nicht jedes Mal. Da gibt es gerade einen Umbau von Werder Bremen. Das hört sich doch erstmal interessant an. Das hätte ich alles vorher schon vorbereiten können. Ja.
So. Sind wir. Nein. Ich hab den Raid weggemacht. Ach, doof heute. So. Haben wir den Raid nochmal angeschubst. Werder Bremen Umbau. Unterstützt den Jungen ein bisschen. Macht ein paar Transfervorschläge, die auch weiterhelfen. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend, weiterhin ein schönes Wochenende, viel Spaß und bis morgen. Ciao.